Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abseits Podcast. Heute geht es um die wichtigste Position im Fußball, und zwar um den Kommentator. Spass beiseite, nein, es geht um die Schlossfrau, den Schlossmann, um den Goalie. Und ich habe heute dafür einen ganz besonderen Gast bei mir, Dominik Urech. Jahrelang Goalie-Trainer beim FC Luzern, mittlerweile Goalie-Trainer-Trainer. Und er wird uns heute nicht nur Auskunft geben, wie man das macht und was ein wichtiger Goalie ist, sondern wird uns auch Einblick geben, was die Aufgaben sind von David González und der Inka Gringsitz beim Aussuchen, wer die neue Nummer 1 der Nazis werden. Zuerst mal Dominik, merci vielmals, dass du da bist. Merci für die Einladung, ja. Unsere Zuschauer kennen dich schon ein bisschen. Du warst einmal im Interview gewesen, weil der Glenn aufgehört hat und du hast schon lange mit dem Glenn Meyer zusammengearbeitet. Genau. Sie haben dich aber schon tausendmal sonst gesehen. Du bist immer wieder um auf den Schweizer Fußballplatz, gerade Frauenfußballplatz. Aber wie wird man Goalie-Trainer? Wo führt einem der Weg? Woher kommt man? Woher geht er? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich halt selber Goalie war. Auch immer beim FC Luzern, seit 8. Also ich war schon 10 Jahre als Feldspieler beim FC Luzern und habe dann eigentlich relativ nahtlos als Assistent und Goalie-Trainer auch bei der Herrenabteilung gearbeitet, mit den Kleinen, C-Junioren und so weiter. Die Ausbildungen gemacht. Ich hatte dann auch das Glück gehabt, dass damals der relativ kleine Folletti bei uns die Nachwuchsabteilung geführt hat von den Goalies und so können auch inspiriert und mitgezogen werden. Ich habe das über 10 Jahre gemacht, Goalie-Trainer bei den Jungs. Und dann einen kleinen Break gemacht und 7 Jahre jetzt bei den Frauen vom FC Luzern gearbeitet und auch hier versucht, Strukturen aufzubauen in diesem Bereich. Ja. Folletti, das ist der ganz grosse Mann, das ist der mit dieser Brille, oder? Das ist der SFV-Goalie-Trainer, der auch im Sommer gehandelt worden ist als neuer Bayern-Goalie-Trainer. Also ein sehr gefragter Mann im Fach. Wie kommt es, dass der in Luzern war? Ist halt auch als Goalie-Trainer ist das seine Station gewesen, ich glaube, es war seine erste gewesen, nachher ist er zu GC und dann zum Verband, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was man vielleicht noch sagen muss, bevor er beim Verband war, hat jeder Verein ein bisschen nach seiner Methodik gearbeitet. Und er war eigentlich der, der Schweizer Weg, das Gesamtschweizer Konzept auch für die Goalie-Ausbildung hergebracht hat. Und ja, ich hatte das Glück gehabt, dass ich da relativ früh dabei sein konnte. Einerseits im Club und dann auch als Instruktor-Kollege. Und wir sind da sehr regelmäßig verbunden miteinander. Folletti, ich habe auch gesehen, du hast erst gerade eine Ausbildung mit ihm gemacht und mit dem Sven König, der mal bei uns in Sursee Goalie-Trainer war, als ich beim FC Sursee gearbeitet habe. Darum weiss ich, er war auch U21 Nationalspieler, Sven König. Also der Kontakt besteht immer noch professionell, oder? Ja, ich habe ein riesiges Privileg, dass ich als Amateur eigentlich mit diesen Profis und Experten kann im regelmäßigen Austausch sein kann, was ich mega schätze. Es ist so, dass ich auch als Instruktor tätig bin, als Goalie-Trainer, Ausbildner. Ich leite hier Kurs Niveau 1 und Niveau 2 künftig auch leiten. Und es ist richtig, am Montag haben wir Niveau 2 Prüfungen abgenommen, wo ich als Experte zugezogen worden bin, weil da sind wir immer Vier-Augen-Prinzip, immer das Zweite, wo wir die Goalie-Trainer beurteilen. Und ja, das ist jetzt an dem Montag der Fall gewesen. Das ist ja noch interessant, du hast einen Vollzeitjob nebenbei. Also normalerweise ist jemand von deinem Renommee, deiner Statur, Vollzeit engagiert bei einem Verein, bei einer AG. Du machst das bewusst, aber nicht Vollzeit, oder? Es war jetzt mein Weg, den ich so eingeschlagen habe. Ich habe mich mit 32, wo die Frage war, bei Luzern als Profi anzufangen, müssen entscheiden. Es ist halt schon auch für eine Familie eine Belastung, wenn man im Fußball tätig ist, wenn ich daheim. Es hat kleine Kinder zu dem Zeitpunkt. Und ich habe Wirtschaft studiert. Also ich habe mich jetzt damals für diesen Weg entschieden und bin in das Fahrwasser gekommen. Und dann ist es nicht mehr ganz einfach, aus der Privatwirtschaft voll den Sprung ins Goalie-Trainer-Business wieder zu machen. Das sind, wie gesagt, es ist ganz ein anderer Lebensrhythmus, den das Umfeld auch mittragen muss.
Andererseits sind es auch finanzielle Aspekte. Goalie-Trainer ist jetzt nicht nur in der Schweiz, auch international tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen unterbezahlt vom Staff, von der Verantwortung her. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Überangebot an Goalie-Trainer auf Top-Niveau. Ich denke, die Herausforderung ist auch, die Leute zu finden im Nachwuchsbereich, die bereit sind, ein bisschen im Hintergrund zu arbeiten. Aber es sind halt die verschiedenen Überlegungen, die man sich machen muss. Ja. Und was man nicht vergessen, Goalie-Trainer wirkt vielleicht ein bisschen einfach, aber eigentlich ist es schwieriger, weil du machst ja 1-zu-1 Betreuung, gerade im Nachwuchsbereich. Weil du bist ja 1-2-3 Goalies maximal, du bist nie das ganze Team am Betreuen, da sind es Zweite oder das Dritte. Also es ist noch viel mehr Fokus, das heisst die Chance, dass es dich vereinnimmt, privat, persönlich, ist eigentlich grösser, habe ich das Gefühl manchmal. Ich denke, die Herausforderung ist da, dass man einerseits ein Stück weit Personal Trainer von der Goalies ist. Auf der anderen Seite ist man ein Teil vom Staff. Für mich ist wichtig, als Goalie Trainer eingebunden sein in taktische Ideen vom Staff. Ich kann meine Goalies immer auch auf Gegner vorbereiten, auf die Spielidee von der Cheftrainer, auf den Cheftrainer vorbereiten. Und mir am Herzen ist halt auch gelegen, immer ein bisschen über den Ist-Moment auszuschauen, auch schon ein bisschen an der Zukunft zu arbeiten gleichzeitig. Ich war also auch immer sehr, sehr involviert in der Nachwuchsabteilung. Kontakt auch mit dem Verband. Bei den 2-3 Top-Talenten, die man im Verein hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein grösserer Aufwand ist. Ich glaube, Teamtrainer hast halt schon auch sehr, sehr viele Spielerinnen zum Betreuen, hast auch die Verantwortung. Du musst dich auch erklären gegenüber, sei es das Medien oder vereinsintern. Das ist der Luxus des Goalie-Trainer. Da hast du mit dem nichts zu tun, kannst im Hintergrund dein Zeug machen. Das ist auch etwas, was ich echt geschätzt habe, immer. Ja, sehr beratend sein, immer eine Meinung zu haben, aber dann nicht beleidigt sein, wenn etwas anderes passiert. Schlussendlich ist immer der Cheftrainer oder Cheftrainer in der Verantwortung. Und mein Job war dann mehr, schauen, dass Goalies auf die Aufgabe bereit sind. Und das ist ein Thema, das wir nachher noch zu sprechen kommen. Gerade rund um die Inka Grings und die Nazi. Wie geht man als Berater und gleich als Experte damit um, wenn dann eine andere Entscheidung gefällt wird? Aber ich würde gerne einfach zurück zu deinem Werdegang. Du bist Goalie als Spieler. Wann hast du das Gefühl gehabt, ich will auch mal jemandem zeigen, wie das geht? Ich glaube, da muss man sicher auch einfach eine gewisse Grundmotivation haben dazu. Und Begeisterung haben, jemandem etwas zu erklären, Freude haben, wenn es funktioniert. Bei mir ist der Einstieg so passiert, dass ich schon zu 16 oder so eingestiegen bin mit der ganz, ganz Kleinen. Damals war das noch so eine Mikroschule beim FC Luzern, wo ich mit einem Schulkollegen zusammen geholfen habe als Trainer. Ich gemerkt, das macht Spass. Auch hier Kollegen kamen und gesagt, komm, wir gehen mal ein C-Diplom, machen das. Dann wird man Assistenztrainer, kommt eine Aufgabe über. Ich habe dann auch ein B-Diplom relativ jung gemacht. Ich glaube, mit 23 bereits. Man kommt so ein bisschen wie ins Mitte rein. Je mehr man drin ist, je mehr interessiert es einem dann auch. Und ist hungrig auf weitere Ausbildungen. Noch mehr können zu wissen. Man will besserer Trainer werden. Man will mehr können mitreden. Aber für mich war die Grundmotivation einfach immer die, dass ich das weitergeben kann, was ich erlebt habe. Meistens am Anfang in Jüngeren. Weniger Erfahrenen. Und es gibt eine mega Befriedigung, die Entwicklung zu sehen, den Fortschritt zu sehen, dann auch den Erfolg der Goalies zu sehen. Wie sie können, vielleicht einen Titel feiern oder eine coole Parade machen. Und da hat man innerlich schon auch sehr Freude und auch ein Stück weit Befriedigung. Ist aber auch die Aufgabe von all diesen Goalies, wo es halt nicht läuft. Wo scheitert, wo es nicht funktioniert. Auch da jedem Goalie wirklich, wo sie steht oder wo er steht, versuchen weiterzuhelfen. Und
die gleiche Motivation habe ich jetzt als Instruktor mit den Goalie-Trainers. Da geht es um genau das Gleiche. Wirklich über die Vereinsgrenzen aus. Es ist in dem Moment völlig egal, was für ein Wappen das jetzt auf der Brust ist. Sondern es geht wirklich darum, wie können wir die Goalies weiterbringen, was für Möglichkeiten gibt es, wie kann man die Situation anschauen, wie kann man es noch spielnäher machen. Ein bisschen das Tüfteln auch. An welchem Schräubchen kann ich noch ein bisschen drehen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die es antreiben. Da. Wenn du sagst, eben über das Wappen hinaus, es ist ja wirklich die faszinierende Goalie. Stellen wir uns vor, du bist auf der Almende, Wurst am Essen und Marisa Wunderlin kommt zu dir und sagt, Dominik, ich habe heute keinen Goalie-Trainer dabei. Kannst du schauen wegen dem Einlaufen von meinem Goalie? Würdest du Fabian Oertli kurz einschiessen? Auch wenn es gegen Luzern geht, weil du bist ja nicht beim Luzern. Ja, das wird jetzt heikel. Ich bin immer noch in der Sportkommission vom FC Luzern, okay. Im Hintergrund tätig. Gerade vor einem Match in einem direkten Konkurrenzkampf, was um Punkte geht, wäre es wahrscheinlich nicht so einfach. Mhm. Ich glaube, in einem Vorbereitungsspiel wäre es etwas anderes, in einem Freundschaftsspiel. Ich glaube, da könnte man wirklich einen Weg finden, dass man sogar ein gemeinsames Einlaufen macht. Ich glaube, die Frauen kennen sich ja auch, sei das von Zusammenzügen oder wo auch immer. Ich glaube, das wäre sogar machbar. Bei Ernstkämpfen würde ich wahrscheinlich ein bisschen zögern. Weil da halt schon auch das Eigeninteresse des Vereins wichtig ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn ich auch in anderen Vereinen, in den Goalie-Trainern helfen kann, in der Ausbildung, dann mache ich das wirklich auch im Sinn vom Fußball. Und das Ziel muss wirklich sein, gesamtschweizerisch, dass die Goalies möglichst gut ausgebildet werden, möglichst verschiedene auch Sichten an gewisse Themen hergebracht werden. Um Himmels Willen heisst nicht, dass ich da alles richtig sehe, weit weg von dem, sondern es ist mehr, dass man den Austausch hat, dass man die Sachen vielleicht unterschiedlich anschaut. Ich habe es auch immer cool gefunden, wenn jemand anders vom Verband bei mir vorbeikommen ist, hinterfragt hat, du, wieso hast du das gemacht und wieso hast du dieses gemacht oder hast du dieses gesehen. Das gibt immer wieder Denkanstöße und bringt einen weiter. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Gerade das Coach-to-Coach, denke ich, hat noch viel Potenzial in der Schweiz. Ich glaube, auf der Männerseite ist man vielleicht ein bisschen weiter, als wir jetzt auf der Frauenseite sind. Bei dir denke ich, jetzt, wenn man darf, aus dem Nähkästchen plaudern, wahrscheinlich gross im Fokus Basel. Der Goalie-Coach bei Basel, der ja bei dir noch gesehen ist, oder der so ein bisschen bei dir den Anfang bekommen hat, oder? Nadine Böhni. Ja, wir sind in regelmäßigem Kontakt. Es ist so, ja, es war 2 Jahre bei uns. Sie hat auch die nötigen Diplome souverän gemacht. Ich habe mega Freude, dass sie das weiterzieht jetzt in Basel. Ich finde auch, Goalies haben eine gute Entwicklung gemacht in diesen 2 Jahren dort. Und ja, das ist cool. Und man tauscht sich aus, aber ist jetzt nicht nur mit ihr, mit dem Guy von GC sehr engen Kontakt und so weiter. Also ich glaube, der Austausch ist wichtig. Wir haben ja auch gemeinsame Themen, wir haben ja auch gemeinsame Herausforderungen. Und manchmal hilft es auch herauszufinden, wie versucht er oder wie versucht sie es. Und ja, da kann man immer profitieren. Ja. Am Schluss ist ja der Weg eben so einen gewissen Swiss Way, das wollen wir ja eigentlich auch erreichen. So wie wir es bei den Herren geschafft haben, dass wir mehrere Kandidaten haben auf eine Position in der Nazi, dass wir mehrere Top-Goalies bekommen haben, müssen wir das bei den Frauen ja auch irgendwann anstreben. Gerade bei den Frauen, wo der Goalie noch fast wichtiger ist, aber zu dem kommen wir noch später, ist doch die Idee, dass möglichst viele in der Schweiz ausgebildete Goalies auf Top-Level sind, oder? Absolut, und man sieht ja auch, dass Goalies ausgelehnt werden. Ein Benz, der bei Aarau war und jetzt wieder zurück ist. Ein Lourdes Romero, der zu Luzern war, zurück zu Zürich ist. Ich glaube, das ist etwas, was regelmässig passiert. Und ich glaube nicht, dass es da riesen viel Geheimnis gibt. Ich glaube, selbstverständlich, im Detail, da soll man auch ein bisschen versuchen, einen Schritt voraus in der Konkurrenz. Das ist gut. Aber ich sage, in vielen, vielen Grundsätzen geht es doch um einen Austausch und um einen gemeinsamen Fortschritt. Und da biete ich jetzt, ich kann nur für mich reden, jederzeit Hand, um den Austausch zu haben. Ich finde das wichtig. Ich möchte noch schnell zurück zu deinem Werdegang, zu dem Punkt.
viel Talent. Du hast dort in Luzern die Hände im Spiel bei vielen Goalie nehmen, die man so ein bisschen kennt. Wahrscheinlich am bekanntesten der Omlin, oder? Jonas Omlin, wo du ja mit trainiert hast, mit ausgebildet hast. Aber es gäbe ja noch den Remo Kaufmann oder irgend so. Roman Kaufmann ist es. Roman Kaufmann, Entschuldigung, ja. Oliver Strohhammer, alles so. Wer die Region Luzern kennt, erste Liga umeinander, der kennt all die Namen. Und auch jetzt die nächste Generation von Goalies in Luzern, ich weiß nicht, ob du nur mit denen zu tun hast, die jetzt gekommen sind, alle Jungen. Also, du hast viel Talent gesehen von euch, oder? Das ist eben frustrierend, ich werde langsam alt. Also die ich trainiert habe, sind auch schon langsam im Karriereherbst. Goalie ja. Von Zürich, wie nennen wir es? Oder wie er heisst? Nein, heisst nicht sicher. Der Jeffrey. Sorry. Kaiser, genau. Kaiser. Ist mal ein Junior von mir, das ist richtig, ja. Ja, aber weißt du, ich könnte jetzt Namen aufzählen, die bei mir waren. Aber es ist ja auch das, also, wenn du bei einem der besten Vereine in der Schweiz arbeiten kannst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du einmal mit einem zu tun hast, der so talentiert ist, dass der Weg macht. Also, ich finde immer, man muss da den eigenen Beitrag ein bisschen relativieren. Den Weg machen die Sportler. Sie sind die den Einsatz geben, sie sind die so viel investieren. Ja, man kann sicher ein bisschen im Weg stehen oder man kann ein bisschen helfen. Das ist sicher so. Ja, es war bei den Jungs cool gewesen. Dave Zibung, sein erstes Training, als er vorher in Giswil kam, haben wir zusammen auf der Rundbahn hier im Leichtathletikstadion, Koordinationsleiter. Ich weiss es noch wie gestern, das hat abenteuerlich ausgesehen. Ja, Domlin hatte 2 Jahre, Stufe U17, 18. Schwierige Phase für ihn. Sehr schwierige, dort hat es noch nicht unbedingt nach Karrieren ausgesehen. Also ich habe mit dem einen oder anderen eine Geschichte, vor allem aus der Innerschweiz. Aber viele andere auch. Also die haben ja auch andere Goalie-Trainer und Cheftrainer gehabt. Aber eben auch das Umfeld, das sicher die Goalies sehr stark geprägt hat. Vielleicht sogar mehr als ein Goalie-Trainer. Umfeld ist ja das Thema. Ich meine, Luzern hat die Geschichte, dass sie Referenz auf dieser Position kann immer wieder hervorbringen kann, der eine oder der andere. Auch jetzt Loretz heisst er, glaube ich, wo ja auch ja. Die Nachwuchshoffnung war für die U21, dann hat er sich leider verletzt für die EM. Und auch für die Zukunft schaut man das an. Der Omlin, wo eigentlich auch kurz vor dem Absprung ist, eigentlich zum mit dem Jan Sommer wahrscheinlich sich duellieren oder mit dem Kobel dann um die Nummer 1 in der Schweiz. Also es sind reelle, und auch wie Zibung, wo vielleicht der Nazi noch irgendwie eins aufgebaut hat, aber eine Referenz ist in der Liga, fast niemand hat so viel gespielt für seinen Verein und schon gar nicht für FC Luzern, oder? Ja, tolle Karriere gemacht, wie gesagt. Das sind ganz viele Faktoren, die da stimmen wollen. Zum Teil auch ein Glück, im richtigen Moment am richtigen Ort sein oder den richtigen Aufstieg zu schaffen mit dem Verein oder was auch immer das ist. Für mich noch wichtig ist, sind einfach auch, jetzt gerade die du aufgezählt hast, coole Typen. Ein Beispiel, jetzt Pascal Loretz, den du gesagt hast. Wir haben den Mai oder Juni, die ja, ein bisschen innovative Idee gehabt, dass wir mal ein Superleague-Training Frauen mit Superleague-Männern machen. Und das ist der Pascal Loretz und der Diego, der jetzt aus Nummer 2, 3 ist, sind gekommen. Und bei uns war die Laura ist leider verletzt gewesen, aber Nadja, Fuhrer und Lea sind die gewesen. Das war ein richtig geiles Goalie-Training, das wir gemeinsam gemacht haben. Die haben sich gegenseitig abgeklopft mit gelungenen Aktionen, einander gepusht. Und einfach jetzt das Beispiel, dass halt wirklich das Gesamtpaket bei vielen Goalies auch stimmt, die den Weg machen. Für mich ist der Jan Sommer ein riesen Beispiel, wie auch ich sage jetzt die von der Persönlichkeit neben dem Platz sehr vieles stimmt. Und ja, das ist sicher schön, ein Privileg nochmal, wenn man beim Club wie FC Luzern ist. Aber da gibt es ja auch andere Clubs, wenn man so Talent zusammenarbeiten kann. Ja. Und dann hast du gesagt, eben nach deiner Zeit bei den Buben gibt es einen Break, Pause. Wie kommt der Weg zurück zu den Frauen? Ich war beruflich in der Türkei. Ich weiss, ich hatte einen Workshop. Irgendwie in einem Hotel im Keller unten bin ich. Telefon geläutet, abgenommen, war Andi Egli dran. Ist damals
technischer Leiter im FC Luzern. Sie suchen den Goalie-Trainer, sie haben ihn kennen. Und ja, ich habe gesagt, okay, setzen wir zusammen, du musst uns mal erzählen, was die Idee ist. Ich habe das nicht wirklich gesucht. Aber ich war dann offen, ich habe gedacht, schau, ich probiere es. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich vorher, ja wirklich, ich kann sagen, null mit dem Frauenfußball beschäftigt. Ich habe dann auch einiges müssen lernen, gerade in den ersten Jahren. Ich hatte eben super Goalies, Antonia war noch bei uns, Albisser. Eben auch Nadine, die du gesagt hast. Ja, es war ein wildes Jahr im Verein, halt wie mit der Integration, als erster Rücktritt, Vorstand, wo die Integration eben nicht geklappt hat. Und auch finanzielle Herausforderungen, die wir hatten, gesamte Vorstand weg, Cheftrainer weg, Sportchef weg. Da haben wir dann, ja, ein bisschen müssen zusammenstehen. Und das ist eben dann auch die Ära vom Glenn hat dann angefangen. Es war eine spannende Zeit, wirklich. Und darum bin ich auch geblieben. Also ich hatte wirklich das Gefühl, da kann man etwas bewegen. Da ist unglaubliches Interesse rum, gerade von den Goalies. Eine Dankbarkeit auch rum für die Zeit, die man sich nimmt, für die Vorbereitung, die man macht. Und ja, so bin ich 7 Jahre geblieben. 7 Jahre geblieben und man hätte ja können sagen, Cup-Titel, das ist wahrscheinlich das Höchste, was man kann, mit dem FC Luzern leider, mit den beschränkten Mitteln, die dort geherrscht haben. Dort war ja der FC Luzern noch nicht integriert in der AG, muss man auch sagen. Das ist noch vor dem grossen FC Luzern in der Schweiz AG gewesen. Du hättest dort den Schritt machen und sagen, ich höre auf, und bist aber gleich 2 Jahre länger geblieben. Wieso der Rücktritt jetzt? Ja, für mich war es wichtig, dass es in guten Händen ist und weiterläuft. Ja, das ist für mich ganz wichtig. Es ist da weniger um mich gegangen, sondern dass man aufbaut, man will, dass das weiterläuft und auch weiter wächst. Und dort ist da halt so gewesen, eben, der Glenn hat aufgehört als Cheftrainer. Ich hatte eben dort auch versucht, mit der Nadine, eine Frau als Goalie-Trainerin nachzuziehen. Sie hat sich dann für den Weg zurück auf Basel entschieden. Und da war für mich klar, okay, ich muss eine neue Lösung wieder aufbauen. Es hilft wahrscheinlich auch nicht, wenn ich jetzt aufhöre, den ganzen Staff, ist ein grosser Wechsel vielleicht. Und darum habe ich die weitergemacht. Ich hatte dann auch relativ gleich Glück gehabt, eben den Livio Mezzadri für uns nachzuholen. Und Alex Barmettler ist ja eh schon jetzt lange dabei. Ich glaube, 5 von diesen 7 Jahren war er auch immer da gewesen. Und jetzt haben wir wirklich ein Konstrukt, wo wir mit einem Niveau 3 Goalie-Trainer, Niveau 2 Youth in Ausbildung Goalie-Trainer, Niveau 2 Goalie-Trainer, haben wir 2 davon. Also wirklich mit 4 Goalie-Trainern, die gut ausgebildet sind, können das jetzt weiterziehen. Und das war für mich auch der Moment, gewesen, okay, jetzt ist es da. Es war sicher auch so, gewesen, dass ja, jetzt gegen Schluss du tust immer deine eigenen Ideen weiter verbessern und es ist vielleicht auch für das Umfeld irgendwann ist es schwierig, diesen Ideen noch zu folgen, weil es wird immer ein bisschen komplexer. Wir haben jetzt in den letzten Jahren noch die Integration mit den Männern wirklich auch vorantreiben können. Im Moment haben sie am Dienstagabend mit dem Dave Zibung ein Goalie-Training, am Dienstag und Donnerstagmorgen können unsere Talente von der Sportlerklasse auch mit den Jungs integriert trainieren. Also wir haben jetzt wirklich hier auch noch mal einen Schritt können machen und dann ist es auch gut. Und jetzt brauche ich wirklich auch ein bisschen Abstand. Es ist nicht ganz einfach, den Abstand auch zu gewinnen. Aber ich denke, das ist gut so. Vor allem auch, dass eben neue Ideen eben von den Leuten, die ich jetzt genannt habe, dass die ihre Ideen, ihre Sichten können einbringen können, dass es eben weiterwachsen kann. Also man muss vielleicht auch selber können sagen, wann muss man aufhören, damit es eben für Neues wieder Platz gibt. Aber jetzt hast du zu Luzern als aktiver Goalie-Trainer aufgehört, aber du bleibst den Goalie-Trainer erhalten, indem du halt einfach Goalie-Trainer ausbildest mit dem Verband zusammen und einfach in dieser Funktion, oder?
Genau, also ich mache das jetzt auch schon über 10 Jahre, glaube ich. Und ich mache das weiter. Vielleicht sogar ein bisschen intensivieren, weil jetzt ein bisschen mehr Zeit rum ist. Region Innerschweiz und Aargau tun ich Niveau 1 und 2 Kurs leiten, jetzt auch nächstes Jahr. Und eben bei den Prüfungen unterstützen. Ja, es ist im Moment so, wenn ich dem Verband helfen kann, so, wenn ich den Goalies helfen kann, und es macht mir Spass. Jetzt ist der schwierige Teil von diesem Podcast schon hinter dir. Wir müssen nicht mehr über dich reden. Jetzt kannst du nur noch über die Materie reden. Ich weiss, du tust nicht gerne dich hervorheben, sondern auch ein anderer hat zum Beispiel die Stellpass angenommen, um zu sagen, er hätte Jonas Omlin ausgebildet. Aber das ist sehr, sehr fair gemacht, wie du es machst. Wir reden jetzt über die Position, die Essenz. Was ist für dich die Essenz von einem Goalie? Warum hat er so eine spezielle Position und was macht ihn aus? Schwierige Frage. Vor allem, wie sich die Position auch ziemlich gewandelt hat in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal. Früher war es einfach der Wahnsinnig, der hinten innen gestanden ist und Ball gehabt hat. Ist natürlich weit weg von dem heutzutage. Wirklich als Spieler oder Spielerin hinten innen bist du in der offensiven Phase eine ganz wichtige Anspielstation. Und auch ich sage jetzt ein bisschen Regler von Geschwindigkeit, also vom Tempo. Gehen wir lang, spielen wir kurz, wie viel Risiko nehmen wir? Also da sind ganz viele Komponenten dazugekommen, wo wirklich eigentlich heute eine Rolle ist, wo du musst sehr gut sein als Feldspieler, Feldspielerin. Und zusätzlich musst du die Ball immer noch haben hinten drin. Und ja, dann auch die ganzen Mentalkomponenten, wo es halt schon ein bisschen ein Umgehen ist mit einem gewissen Druck, auch ein bisschen Freude haben an dieser Situation. Ich sage jetzt, ein gewisses Geilsein auf schwierige Situationen, auf schwierige Verhältnisse. Die können zu meistern mit dem Abwehrblock zusammen, insbesondere. Das ist schon für mich die Faszination von der Goalie-Position. Ist eine Schlüsselposition, ja, wo du eben auch Einfluss aufs Spiel kannst haben. Wo du ein bisschen deine Ideen kannst einbringen in ein Spiel. Wie aggressiv du in den Raum verteidigen, wie hoch will ich, dass eine Abwehr auch steht. Das sind sicher dann ganz viele spannende, auch taktische Sachen. Natürlich in Absprache mit dem Cheftrainer und denen ihre Ideen. Aber da gibt es natürlich schon dann Möglichkeiten, zum stark aufs Spiel Einfluss zu nehmen. Das ist jetzt der Goalie, wie man ihn bei den Männern kennt. Bei den Frauen kann man noch nie erwarten, dass Goalies genau die gleichen Aufgaben übernehmen. Oder siehst du das anders? Wir kommen dort her. Aber wir sind noch nicht dort, oder? Ja, wir kommen dort her. Ich sage jetzt, die Zeit wird kürzer, als wir dort sind. Ja, das ist ganz klar. Der Unterschied ist die Anzahl Ausbildungsjahre. Genau. Also, bei Frauen ist es oft so, dass sie anfangen mit, ich sage jetzt 15, vielleicht sogar 16, aber 15 in einen grossen Verein kommen und dann mit 18 schon an die Tür der Super League klopfen. Oder? Mhm. Und dann sind das 3 Jahre Ausbildung, 3 Jahre Erfahrungen. Das ist natürlich viel, viel zu wenig, um all die Erwartungen dann zu erfüllen können. Und darum ist da halt oft noch ein Lernprozess, der muss passieren auf höchster Ebene, was und dann halt zum Teil zu nicht so schönen Bildern kann führen, aber es ist ein Teil des Prozesses. Während Jungs oft halt schon mit 12 regelmässig Goalie-Training haben, die Zeit auch überkommen bis 21, 22, bis dann ins Wasser gerührt werden. Und da hätten wir dann halt von 10 Jahren Ausbildung. Und das ist einfach eine unglaubliche Differenz. Wir haben sicher ein grosser Schwerpunkt in der Ausbildung in den letzten, ich sage jetzt 7-8 Jahren, wirklich auf Technik gelegt, um die Basics herzukriegen. Ich glaube, da haben wir einen sehr guten Schritt gemacht. Im Moment sind wir dran, glaube ich, mehr auf Verhalten, auf Entscheid, eben mehr Richtung Raumverteidigung als kommen. Ich glaube, Angriffsauslösung ist einiges gegangen. Sage gestern Abend, finde ich, dass Nazi mit Olivia Zone 1 trotz zum Teil höherem Pressing von den Italienern ganz ordentlich gelöst.
ich glaube, da ist wirklich ein Schritt vorwärts gegangen. Aber es gibt sicher noch andere Punkte, wo wir noch arbeiten wollen. Sicherlich, ich sage es auch jetzt. Ich meine, ich bin ja jetzt 8 Jahre dabei im Frauenfußball. Und für mich ist ja klar, es sind 2 Generationen gekommen, die die vorherige weit überholt haben. Also wir haben, und ich habe das Gefühl, ich immer von Anfang an, wegen dem habe ich damals auch versucht, so ein bisschen die Leute, die ich aus dem Männerfußball kannte, aus dem semi-professionellen Bereich, zu sagen, hey, können wir Goalies ausbilden? Und die haben immer das Gefühl, die haben schon Goalies ausgebildet. Also, nein, im Fall, es braucht gute Leute, die Trainings leiten, weil du hast auch gemerkt, es ist die Basics, oder? Die Zeit, aber auch vielleicht auch die Ausbildner sind auch noch nicht so weit gesehen bei gewissen Vereinen. Oder? Gewisse Vereine haben sehr professionell geschafft, gewisse noch nicht. Jetzt arbeiten zum Glück die 10 Super League-Teams, gerade was Goalie-Frage anbelangt, relativ professionell. Aber vor 10 Jahren war das noch nicht ganz der Fall gewesen, oder? Ja, absolut. Wobei, zumindest die Kirche im Dorf lassen, vor 20, 25 Jahren hat es auch bei den Männern nicht ganz anders ausgesehen. Ja, ganz klar. Eben. Oder es ist, sagen nur, es ist, die, es ist die Entwicklung, die jetzt stattfinden musste. Und ich denke, da ist einiges gegangen. Gott sei Dank. Ich denke, man muss sicher, vor allem in der Super League, glaube ich, sind wirklich alle Superligisten unterdessen gut aufgestellt. Nach der Abteilung müssen wir sicher dranbleiben, immer noch. Dass wir, ich habe immer gesagt, früher, die besten Ausbilder müssen eigentlich im Nachwuchs arbeiten und nicht oben. Es ist so eine Diskussion, es ist halt nicht, kein Rampenlicht dort unten und viel Geduld ist auch verlangt. Aber wichtig ist wirklich, dass Guys von Anfang an das Richtige lernen. Oder ich sage auch, in jungen Jahren ist es einfach, um gewisse Bewegungsabläufe anzupassen. Strukturen aufzubrechen und neu zu lernen, hilft, wenn das zwischen ich sage jetzt eben 13, 14, 15 passiert. Und nachher dann kannst du in Feinschliff hineingehen. Das wäre ideal. Aber für das brauchst du brauchst ein gutes Auge, was geht schief. Eine klare Vorstellung, wie will ich, dass die Bewegung aussieht, wo soll sie stattfinden. Und nachher dann auch die richtigen Worte oder Tools, um zu zeigen, wie man es verbessern kann. Und ich glaube, da haben wir einen Schritt gemacht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns darauf ausruhen sollten. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Aber wir brauchen jetzt halt auch noch ein bisschen Zeit. Eben die Generationen brauchen jetzt noch ein paar Jahre, bis die nachher sind, auch vom Alter her. Jetzt sind wir so in einer Übergangsphase, denke ich. Aber schon denke ich, ein guter Schritt vorwärts. Ich will aber jetzt auch nicht die früheren Goalies schlecht reden. Nein, also da gar nicht. Sie haben gemacht, was sie haben können, ja, in ihrem Rahmen. Und das sind tolle Instinkte und tolle, ganz, ganz viele coole Sachen, auch coole Persönlichkeiten immer dabei gewesen. Also ich glaube, das ist schon auch so. Es ist halt einfach, dass die Ausbildung, die man heute Jungen kann, ganz eine andere ist, als die damals haben können geniessen. Das ist ja lang. Ich meine, ich habe jetzt 3 WMs mitgemacht. Und wenn du sagst, ich bin Frauenfußball tätig oder mittlerweile Experten, oder, dann heisst es, kommt immer wieder Goal ins Sinn, oder kommt immer wieder das Spiel, ja, wir brauchen kleinere Goal und so. Und ich so, nein. Ich habe immer gesagt, das ist ein veraltetes Problem, schon 2015 habe ich das gesagt. So wie die Ausbildung voranschreitet und sich die Goalies auch spezialisieren, haben wir die Probleme von wegen zu klein oder kann das nicht schon zu weit vor, haben wir die immer weniger. Weil die Goalies werden ja auch immer besser. Und was ich einfach, meine Meinung, ich weiß nicht, ob es stimmt, kannst du nachher sagen, ist, was wir so in der alten Garde hatten, sind sehr viele, sehr starke Goalies auf der Linie. Und da hat noch die eine, die ist vielleicht gut gewesen beim Rauskommen, oder die andere ist super gewesen mit 1 gegen 1. Und jetzt haben wir aber sehr komplette Goalies, die halt einfach wirklich auf der ganzen Ebene sind, die eben mitspielen können, Spielauslösung machen und so weiter. Das heisst, dort dann auch eine Professionalisierung des Goalies sozusagen, oder? Ich würde das Challenge, dass wir heute schon komplette Goalies haben. Noch nicht ganz, aber kompletter. Kompletter. Ich glaube, es gibt bei jeder noch die eine oder andere Baustelle. Ja.
Ja, ich glaube schon auch, ich habe es vorhin gesagt, die Spielauslösung beispielsweise ist natürlich um Welten anders, wobei da gehören auch die Abwehrspielerinnen dazu. Mhm. Oder je nachdem auch die Mittelfeldspielerinnen. Ganz eine andere, wie sie vor 5-6 Jahren war. Da ist ein gewaltiger Schritt gegangen. Denke ich, in der Strafraumbeherrschung haben wir noch zu tun. Das ist noch so ein Thema, wo wir dranbleiben aus meiner Sicht, auch Bälle in die Tiefe. Gibt es noch zum Teil Entscheide, wo ich nicht überzeugt bin, dass es die ganz richtigen sind. Meinst du Bälle in die Tiefe vom Gegner oder von deinem Team? Nein, vom Gegner gegen Goalie. Also alles ein bisschen Raumbeherrschung muss genau, man ich denke, da haben wir schon noch zu tun. Auch die richtige Position empfinden, den Moment, wann muss ich ins Duell, den Moment, wann muss ich Raum schaffen, zurück auf die Linie. Da sind wir noch oft so in der No-Go-Zone, sagt man, oder im Niemandsland, wo weder im Duell noch bist du wirklich hinten. Da gibt es noch Kleinigkeiten, die man sicher schaffen kann, daran bin ich die Überzeugung. Eben, das sind das taktische Elemente. Oder? Mhm. Aber das ist auch gut und das ist, glaube ich, normal von dem ganzen Weg, dass jetzt das halt noch Themen sind, wo man können tiefer gehen. Aber es ist schön, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, sich hat der Ball nicht gefallen, oder eben die Hände sind zu klein oder weiss ich was. Für mich ist auch die ganze Thematik Frauenfußball, Männerfußball. Ich möchte über Fußball reden. Genau. Und das ist wirklich jetzt im letzten Jahr auch bei Luzern ist mir wichtig gewesen, dass wir die Goalies zusammenlegen, bei vielen Trainings, wo es möglich ist, bei den Tagesstrukturen oder mal bei einem Experiment oder bei einem Demo-Training. Einfach zum zeigen, dass selbstverständlich gibt es unterschiedliche Stärken und Fähigkeitslevel. Die gibt es. Aber dann ist es dem Goalie-Trainer oder Trainerin sein Job, das Training so zu organisieren, dass das funktioniert. Und da rede ich nicht von Schärfe von Schüssen oder nicht. Da kannst du eigentlich genau gleich drauf hauen. Sondern es geht darum, dass der Rhythmus von der Aktion angepasst wird oder dass die Komplexität vielleicht von der Entscheidung angepasst wird. Da gibt es Möglichkeiten zum Vereinfachen, Erschweren. Aber da ist der Goalie-Trainer etwas gefordert. Aber, ja. Erklär mir das mal. Wenn du jetzt bist du natürlich ein bisschen privilegiert gewesen letzte Saison und du hast 3 sehr gute Goalies gehabt. Ich finde, mit der Nadja Furrer hast du wahrscheinlich den besten Goalie ihrer Generation gehabt, der leider nicht auf höchstem Level antreten kann, weil sie eine Hirnerschütterung hatte. Also, das ist eine Karriere, die ein bisschen verloren gegangen ist. So. Du hast mit der Laura Schneider eine neue Nationalspielerin dein Ziel erreicht. Du wolltest eine Luzernerin in die Nazi bringen und hast es geschafft. Und du hast Lea van Wesenbeck, die meiner Meinung nach jetzt genau in dieser Saison sich die Frage müssen stellen, schaffe ich die Nummer 1 oder muss ich irgendwo hin, wo ich die Nummer 1 bin? Und jetzt vielleicht muss sich das vielleicht im Winter überlegen, aber zu dem kommen wir dann später. Du hast aber Grundlagen. Jede hat ihre eigene Sache, die sie muss lernen muss. Aber du hast Grundlagen, die du allen 3 beibringen willst. Kannst du allen 3 etwas beibringen wie die Raumbeherrschung oder musst du gleich halt 1 zu 1 zu 1 schaffen? Nein, das kannst du definitiv gleichzeitig. Weil das sind ja die gleichen Situationen, die im Spiel vorkommen. Also es ist ja schlussendlich egal, ob du ein Problem hast mit dem Erkennen von der Flugbahn oder mit dem Timing zum Ball, mit der Schrittfolge oder im technischen Ablauf oder im Mut zum Gehen oder was auch immer. Das sind die unterschiedlichen Herausforderungen, Baustellen, wo jeder oder jede Goalie ein bisschen anders ist. Aber die Spielsituation im Spiel ist die gleiche. Und die Übungen sollen eigentlich auch die gleichen sein. Selbstverständlich kannst du gewisse Sachen ein bisschen einfacher, ein bisschen schwieriger gestalten. Das kommt dann vielleicht der eine oder der andere ein bisschen entgegen. Aber das Coaching ist da halt entscheidend. Oder, dass du eben genau für jede erkennst, was ist die Herausforderung, wo ist ihr Problem, wie kann ich dem helfen. Manchmal ist auch die Herausforderung, dass die Goalies eigentlich wissen, was sie müssen, aber man bringt es nicht in die Umsetzung. Haben wir alle in unserem Leben, oder? Ist egal wo. Und selbstverständlich hilft, wenn du eine homogene Gruppe hast. Dann
kannst natürlich viel intensiver und viel mehr auch an die Limite gehen. Wenn du kombinierst, ich sage zu 19 mit Super League, dann musst du allenfalls ein bisschen mehr anpassen. Und ja, Gruppengrösse ist ein Thema. Trainierst mit 5, trainierst mit 3, trainierst mit 2. Hat auch einen Einfluss, wie fest kann ich auf die Einzelne eingehen. Das sind halt so Themen, ja. Wie fest hilft denn auch ein erfahrener Goalie, vielleicht eine am Karrierenende zu haben, das hast jetzt du nicht gehabt, aber wo könnte dann halt auch vielleicht auch ein bisschen auch mit in die Ausbildung rollen oder stört das manchmal auch ein bisschen, weil die vielleicht ein bisschen etwas anderes gelernt hat? Da gibt es die verschiedensten Szenarien, was alles. Manchmal funktioniert es top, manchmal nicht. Ich habe schon alles erlebt. Die Herausforderung ist sicher, dass grundsätzlich am Wochenende jeder spielen will. Mhm. Und darum ist das Hauptinteresse, selber gut zu sein und den Fokus auf sich selber zu haben. Wenn man dann so klar ist, Nummer 1 ist, dass man die anderen noch mitnehmen kann und mitcoachen kann, kann das helfen, die Jungen. Oder so klar ist Nummer 3. Oder so Klasse Nummer 3, jetzt bei uns ist sicher mit der Nadia, ist das überragend. Also der Part, den sie macht, unglaublich wichtig. Weil sie da ist, technisch mehr als nur auf der Höhe, um die anderen zu fordern und zu challengen. Von der Persönlichkeit natürlich überragend, ordnet sich ein, unterstützt, pusht mal die, was läuft, tut mal die aufmuntern, was nicht so läuft. Für uns ein riesen Glücksfall. Ja, aber auch nicht ganz unplanend. Also mhm. Ich wusste, dass es bei der Lea und Laura zu einem Konkurrenzkampf kommt. Und dann hilft es nicht, wenn du ein Dritte hast, der zu einem Dreikampf macht. Also, ob schon für einen einzelnen Match, wenn es länger wird, Nadja locker auf dem Level von der Lea und der Laura. Oder? Also, umso besser für den Trainer. Also, für die Fertigkeit. Also, ja. Unbestritten. Also, umso besser für den Trainer, wenn einmal eine Verletzung passiert oder eine Abwesenheit ist. Können wir ziemlich relaxed sein in Luzern, weil wir das drei problemlos einrühren können und wir wissen, wer hat. Sie sucht das selber nicht. Letztes Jahr im Cup in Solothurn hat sie gespielt. Ich habe sie ein bisschen reingeschnorrt, sagen wir so. Aber ich glaube, sie hat das dann auch genossen, hat einen sehr guten Match gemacht, noch einen Big Save gehabt. Ich glaube, ein Stand von 1 noch für uns nach einem Corner. Und nachdem haben wir, glaube ich, 2-0, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war 2-0 gewesen und wir machen das 3-0. Es sind so einzelne Aktionen, wo es mal wichtig ist, dass du da bist. Das hat sie drauf, also nein, unbestritten. Aber eben auch die anderen zwei. Also du hast gesagt, wie macht es Sinn, mal einen Ältere dazu zu nehmen. Wir haben ja die Laura, die in der ACB war, eigentlich ein anderer Verein, sozusagen hinterher grundsätzlich, haben wir unsere Super League Trainingsgruppe nie genommen gehabt. Ich glaube, vor 4 Jahren war das jetzt. Gewesen. Einfach, weil sie die Fähigkeiten hatte, wie sie reingepasst hat, wie sie eine andere Persönlichkeit reingebracht hat. Und selber hat sie ihr wahrscheinlich auch nicht geschadet, die ganze Entwicklung. Und das ist der Gruppendynamik auch sehr gut da gehabt, zu den Jungen eben jetzt eher einen Älteren dazu zu nehmen. Ich würde uns zwei ja als Mäzene von der Laura gesehen, dort, klar, alles hat sie geleistet, aber ich habe von der ersten Liga und ACB immer gesagt, Laura ist zu gut, um in der ersten Liga hocken bleiben. Und du hast das ja ähnlich gesehen, oder? Also von außen, ich glaube, so dort, dass wir alle ein bisschen gezogen haben an diesem Strick, hat sie jetzt an diesen Punkt können führen, dass sie sich auch selber sagt, ja mal, hey, ich gehöre dorthin. Und das ist ja das Wichtige bei der Laura, dass sie jetzt der Nazi ist und eine Selbstverständlichkeit kann entwickeln, oder? Ja, ich denke, entscheidend ist, was sie selber will. Natürlich, aber ich sage, dass man sich muss zum Glück zwingen schon fast. Also wie gesagt, ganz eine kleine Rolle von mir und von dir, eine grössere, aber insgesamt ist ihre Leistung im Zentrum. Also grundsätzlich ist es super, dass du den Mut hast, auch mal eine Spielerin zu pushen, die vielleicht nicht auf dem Notizzettel ist,
von Superligisten oder von Verband. Auch ein zum Provozieren oder Wachrütteln. Das hilft sicher, jetzt nicht nur der Laura, da gibt es wahrscheinlich auch andere Spielerinnen. Tut sicher der Diskussion auch gut, oder? Bei ihr selber, ja, ist es so, dass sie jetzt vielleicht nicht eine lineare, sage ich, Karriere gemacht hat. Aber weiter kommt wieder halt das Umfeld, da kommt, was sonst im Leben ist, berufliche Pläne. Wie weit ist Fußball für mich ein Hobby und wie weit ist es für mich eine Karriere? Und ich glaube, das ist eine der Fragen, die sie sich selber müssen beantworten musste. Ich glaube, dass sie ist Captain gewesen in dieser Mannschaft. Also sie, ich glaube, es ist nicht so, dass sie nicht gewusst hat, dass sie es drauf hat. Ich glaube, es war mehr auch die Frage gewesen, will ich den Schritt, will ich den Aufwand betreiben, will ich vielleicht auch, ja, meine Buddies ein bisschen verloren, die sie hatte, und ja, mich in den Haifischteich Superliga hineinbegeben. Und ich glaube, ja, wenn sie es heute anschaut, ist sie wahrscheinlich auch froh, hat sie den Schritt gemacht. Aber ist Nazi, nicht Nazi? Das ist jetzt der Bonus. Ich glaube auch. Was kommt, ist noch besser, weil ich glaube, es kommt noch etwas und zu dem kommt dann noch mehr. Aber ich würde sagen immer, wichtig ist, dass man jemandem vermitteln kann, dass sie gar nicht so ein kleiner Fisch ist, wie sie meint. Und das habe ich bei der Laura immer das Gefühl gehabt. Sie ist sich nicht 100% bewusst gewesen, dass sie eigentlich auch ein Haifisch kann sein. Oder? Oder sie hat den Aufwand nicht betreiben, ein Haifischleben zu leben, sagen, wenn wir da die Analogie weiterführen wollen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch eben, was machen die anderen Vereine, die Goalies suchen, und in der ersten Liga ist eine, die so spielen kann. Das war für mich immer so unverständlich gewesen, oder? Ja, aber ich glaube, das ist jetzt gerade wieder ein Anschluss an das, was wir vorhin diskutiert haben mit der Ausbildung. Dass sie, sind wir ehrlich, Big Safe so eine Maske hat in den tieferen Ligen. Und Assists kommt auch noch dazu. Dass sie einen relativ guten Auskick hat. Das ist nichts, was geheim war. Ich glaube, was ihre Herausforderung war, dass sie halt das gemacht hat, was sie gelernt hat, in ihren Bewegungsabläufen. Und sie ist auch, eben, ich sage jetzt, lange von ihren Instinkten gelebt. Mhm. Wo sehr, sehr gut sind, sehr viel Talent rum. Und nachher dann so ein bisschen mehr in das Schema ein bisschen reingepresst werden, wo wir doch den einen oder anderen Kampf hatten. Ja, lehre ich das jetzt noch? Muss ich jetzt das noch lernen? Mehr im Sinne von nicht, dass sie nicht will, sondern es ist halt, würde ich sagen, mit 4, 25 ist es nicht so ganz einfach, gewisse Sachen umzustellen, die du jetzt 10 Jahre anders gemacht hast. Als es vielleicht mit 13, 14 ist. Wir haben jetzt zusammen versucht, den Weg zu gehen. Hat nicht vergessen, wir haben auch andere Goalie-Trainer, es geht auch ein Livio und ein Alex, mit ihr gearbeitet. Wo sie von verschiedenen mitbekommen hat, okay, das ist so der Weg, wie das gehen könnte. Und sie hat mehr und mehr, und das ist wirklich cool, sie hat sich wirklich auch jedes Jahr weiterentwickelt in technischen Aspekten, in eben Position, taktischen Aspekten. Und weil sie eben das gemacht hat, eben das Lernen auch ein bisschen in einer, ich sage jetzt, Mittelphase von der Karriere, darum habe ich so Freude, tut sie sich jetzt im Moment selber belohnen, mit dem Aufgebot, mit der Erfahrung, die sie dort machen kann. Schon die Nominierung zu den besten Spieler oder Goalie von letzter Saison. Das war, glaube ich, der Top 4. Mhm. So Sachen sind ja, dann eine Belohnung. Grundsätzlich halt auch schon das Spiel, das sie bei uns machen kann, in der Superliga, ist eine Belohnung. Sie hat da, eben wie du vorhin gesagt hast, nicht eine schlechte Konkurrenz, glaube ich, Luzern. Die musst du zuerst durchsetzen, musst du zuerst bestehen, Match für Match. Ist in der ersten Saison letztes Jahr manchmal besser aufgegangen, manchmal schlechter. Ist auch ein Weg, wo sie gehen müssen. Und ja, ich find's spannend, dass eben der Fußball genau so Geschichten schreiben kann. Ja. Zu der Laura Schneider kommen wir dann nachher gerade nochmal.
schnell einen Abstecher in die Super League. Wie fest interessiert dich Resultat und die Super League insgesamt? Also jetzt in der Schweiz Super League? Ja, die von den Frauen. Nein, die interessiert mich schon. Man beobachtet ja, was wie jeder Verein versucht weiterzukommen, was für Transfer das tätigt werden, wie in Staff investiert wird. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Und dann hat man ja so eine Idee, wie das leistungsmässig auf dem Platz oder resultatmässig aussehen könnte. Okay. Und darum ist es für mich schon noch spannend zu sehen, welche Richtung entwickelt sich die Vereine, wer spielt. Gerade auch, wenn ich da halt unterdessen nach einer gewissen Zeit auch gewisse Spielerinnen kenne. Die Spielerinnen, die bei uns Luzern waren, die weitergezogen sind. Ja, die verfolgt man natürlich schon. Wie geht es denen? Und eben jetzt halt auch aufgrund von meiner Rolle in der Sportkommission interessiert es uns schon, dass wir unsere Ziele sozusagen auch erreichen und wie wir uns da schlagen. Was macht es mit einem Goalie und mit einem Goalie-Trainer, wenn er sieht, dass man in einer Liga, die 5 Matches pro Woche hat, einen Tordurchschnitt von 21 Goal pro Spieltag hat? Ja, ich würde es anders sagen. Für mich ist früher so ein Super League zu Nazi B so 5 Goal Unterschied gewesen. Mhm. Und unterdessen haben wir leider das Gefühl innerhalb der Super League. Mhm. Aber das ist, wie es ist. Also es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Ich finde es nicht wirklich cool, wenn wir 4 Kerne bekommen, sei es das gegen Gizzi oder gegen Basel. Aber das sind halt schon auch Sachen, die man schaffen muss. Also schlussendlich ist ja der Anspruch, dass man auch mit einer Mannschaft, die jetzt auf dem Papier vielleicht weniger Talent hat, eben die Grossen kann wiederheben kann. Luzern haben wir Glück gehabt, in Genf einen Punkt holen können, den wir nicht immer jetzt geschafft haben. Was gut war, die letzten 10 Matches sind jetzt nicht so gelungen. Für einen Goal ist es auch sicher eine andere Aufgabe, wie stehe ich gegen Zürich ins Goal oder wie stehe ich, nächstes Match ist Rappi, wie stehe ich gegen Rappi ins Goal? Ist ein anderer Druck gekommen. Gegen Rappi kommst du vielleicht 1-2 Bälle auf die Kiste rüber und die musst du haben. Und gegen Zürich, auch wenn du mal einen Fehler hast, weißt du, es kommen wahrscheinlich noch 10 weitere, wo ich mich wieder rehabilitieren kann, auch vielleicht für einen Fehler, der passiert ist. Also, ich habe mit der absoluten Anzahl Goal nicht ein Problem. Ich meine, oder anders gesagt, für eine Goalie-Entwicklung auch. Wie viel hat jetzt in der Livia Peng geholfen, bei Zürich im Goal stehen, wo du ein Ball pro Match im 16er hast und den Rest, ich sage jetzt böse gesagt, kannst du fast ein Bein verbinden, oder? Also das, für Goalies hilft es natürlich schon, wenn du zu tun hast, wenn Aktionen hast. Vielleicht auch einen gewissen Druck spürst. Wenn ich nicht performe, dann reicht es nicht. Jetzt wieder ein Beispiel gegen GC. Hat uns halt schon eine Stunde lang, ich sage jetzt Laura, auch ein bisschen im Spiel behalten. Selbstverständlich sollte man sich nicht darauf verlassen als Mannschaft, dass das dann 90 Minuten jedes Wochenende klappt. Aber ich glaube, man kann auch jetzt in dieser Konstellation können die Spielerinnen sich gut entwickeln und man kann viel lernen. Es ist nicht unbedingt cool für die Mannschaft, die so viele Goal bekommt. Aber das ist jetzt halt ein Teil von der Entwicklung. Ich als Experte stufe die Goalies ein bisschen so ein für mich. Und du wirst wahrscheinlich lachen und denken, was ist das für ein Doppel? Ich stufe sich ein bisschen in Goalies, die Punkte geben, die dir wirklich Punkte gewinnen. Goalies, die den Punkt retten und Goalies, die den Punkt kosten können. Das ist ein bisschen meine Art, die Goalies in den obersten Ligen einzuteilen. Ich sage jetzt nicht, wer ist, aber es ist für mich halt wichtig zu sehen, habe ich einen Goalie, der ein Spiel ausmachen kann, der sicher mindestens rettet oder der sogar
durch seine Leistung schlechte Sachen kompensieren. Haben wir einen Goalie, der einfach alles hält und der wenigstens einen Punkt hat, an ihm ist sicher nicht gelegen. Oder haben wir einen Goalie, der regelmässig halt leider daneben greift und vielleicht dann auch dafür sorgt, dass dann dein Team Schaden nimmt? Nein, ich finde das nicht unspannend, wie du das einteilst. Für mich, und vielleicht kommen wir noch drauf, was ist das Profil von einem Goalie, das eben ausmacht, dass du extra klasse bist oder halt einfach gut bist. Mhm. Und ein Beispiel sind, es gibt Goalies, die unglaubliche Paraden machen, aber erst, wenn das Spiel schon entschieden ist. Es gibt Goalies, die sehr, sehr starke Saves haben, wenn das Spiel eben auf Messerschneide ist. Es gibt Goalies, die eigentlich nie Fehler machen, aber jetzt auch nie den riesen Wow-Effekt haben, wo der mal einen rausholt. Also jeder, ich bin ein bisschen böse, jeder, der schwierig, sogenannt fast unhaltbar aufs Goal kommt, ist dann halt bei denen drin. Mhm. Also das ist für mich schon eins von den Kriterien, wo schon auch wesentlich ist. Und gerade auch, wenn dann eben Resultate schon mitentscheidend sind. Also Playoff-Modus, Stichwort, oder Göpp. Nationalmannschaft, wo es um Qualifikationen geht oder um ein Achtelsfinale geht oder was auch immer, dann ist das schon ein wichtiges Kriterium. Und wir haben es auch davon gehabt, ein Goalie, eine der Aufgaben ist Vertrauen der Mannschaft geben. Es hilft halt in einem Verteidiger schon zu wissen, hast du jemanden hinten drin, wo dir einmal den Arsch rettet, wenn du jetzt etwas verbockt hast vorne dran, wenn du mal einen Zweikampf verloren hast oder einen Fehlpass gemacht hast. Und weisst, ich habe jemanden hinten drin, der mich auch mal rettet. Das sind schon nicht unwesentliche Kriterien. Goalies, die Punkte kosten. Ja, müssen wir schauen, dass von denen nicht mehr zu viel hat in der Liga. Ich sage es jetzt mal so. Also ich nehme nicht Luzern. Wenn wir jetzt lieber, noch ein parteiisch sind. Lieber nicht Luzern, aber ja. wir haben ja auch eine Vergangenheit, wo das auch nicht immer der Fall war. Also. Natürlich, es ist ja das Kommen. Es gibt Goalies, die von einem Goalie, der Punkte kostet, sich aufschaffen zu einem Goalie, der Punkte gibt. Also es ist immer nur eine Momentaufnahme. Um die Momentaufnahme Super League zu beenden, jetzt haben wir drei Vereine mit ausländischen Goalies. Wie siehst du die Entwicklung? Oder beschäftigt dich das nicht als Goalie-Trainer? Wenn du die Goalie-Landschaft der Super League anschaust, wie geht es dir damit? Ja, eben, es ist eine von den Entwicklungen, die ich beobachte. Ich sage es mal so. Beurteilen, neidisch sein, was auch immer. Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich in verschiedene Richtungen diskutieren. Grundsätzlich ist es klar, je weniger Platz dass es für Schweizer Talent hat, desto schwieriger ist es zum Spielen. Vielleicht weiche ich jetzt dann noch mehr aus ins Ausland. Was für mich, aus meinem Gefühl her, jetzt schon fast zu früh machen. Mhm. Das wird vielleicht eher noch verschärft mit dem. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, wenn man die Liga besser machen muss, wahrscheinlich vor allem auf der Achse, ich sage es auf der zentralen Achse, noch mehr Qualität her. Und gewisse Vereine sind da sicher schneller vorwärts gegangen als jetzt andere Vereine. Aufgrund von zum Teil natürlich auch finanziellen Möglichkeiten. Der Goalie ist in dieser zentralen Achse. Wahrscheinlich so wie der Mittelstürmer und Innenverteidiger und weiss ich was, zentrales Mittelfeld. Jetzt kann man sagen, ja, man macht das. Stichwort Basel hat jetzt wieder einen Deutschen geholt. Hilft vielleicht der Judin wahrscheinlich nicht unbedingt hinter dran. Die Wölfli haben sie jetzt ausgelehnt. In der Hoffnung, dass sie kommt dort weiter. Das ist sicher eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und die Resultate sind ja sehr gut in Basel im Moment. Also es ist eine Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen. Wie nachhaltig das ist, oder ja, es gibt eine Verknappung von Plätzen. Die Besten werden sich weiterhin durchsetzen, bin ich überzeugt. Und für die anderen wird es halt anspruchsvoll. Vielleicht werden es Nazi B auf, dass vielleicht auch dort bessere Goalies werden spielen künftig. Ich glaube, jetzt IB hat einen oder den Goalie auch ausgelehnt, wo es talentierte Junge hatten.
das kann auch ein Weg sein. Für mich ist halt einfach klar zu unterscheiden. Servette und Lugano, die müssen ausländische Goalies haben. Eine Zeit lang, weil die Ausbildung noch nicht so weit war. Lugano wäre gerade dran gewesen, Schweizer Goalies auszubilden, aber dann ist das Ganze implodiert. Das ist ein anderes Thema. Servette ist noch nicht dazu gekommen, gute Goalies auszubilden. Die Westschweiz war eh etwas verwaist damals noch. Hat sich jetzt verholfen mit einem ausländischen Goalie jetzt, oder, um das Level zu halten, was sie finden, müssen sie haben. Kann man aber vorstellen, dass Servette dann in der nächsten Runde wieder auf einen Westschweizer Goalie zugrifft. Oder eben, Servette hat ja Dine Spreira nicht geholt, und das weiss ich aus erster Hand, wenn sich ein Schweizer Top-Goalie bereit erklärt hat, zu Servette zu wechseln. Und sie haben Anfragen gestellt an gute Goalies in der Schweiz und keine wollte gehen. Und das ist dann immer so ein bisschen das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, dass die Leute nicht wollen, ihren sicheren Hafen verlassen. Andererseits dann aber sehe ich Basel und IB, wo jetzt zwei deutsche Erwachsene, das klingt ein bisschen blöd, über 25-jährige Goalies, fast schon 30-jährige Goalies holen, wo dann natürlich aber auch der Junge in der Sonne steht. Und wo die Frage ist, ist die Qualität denn so viel besser? Ohne welche Anna Klink und Frau Schürtinger, ich weiß nicht genau, wie sie heisst, zu Nacht zu treten, sind sie denn so viel besser als Michel Tschudin und Liana Claude oder Jara Ackermann oder so? Es ist nicht an mir, Transferpolitik von anderen Vereinen zu beurteilen. Ich sage nur die Entwicklung. Das ist ich wollte das jetzt noch abrunden mit meiner Meinung. Naja, also, eben, das sind verschiedene Strategien, die man fahren kann. Richtig, falsch. Eben. Ich denke, auch wir haben es vorhin davon gehabt, ein routinierter Top-Goalie kann auch Junge nachziehen. Kann als Vorbild wirken, kann ein bisschen als Orientierungspunkt wirken. Kann absolut positiv, kann vielleicht in einer Innenverteidiger helfen. Vielleicht hast du eine talentierte junge Innenverteidigerin, die froh ist, hat sie einen routinierten Goalie hinten drin, der hilft führen. Weißt, da gibt's jetzt kannst du in verschiedenste Richtungen argumentieren. Ich bin überzeugt, wenn wir eine gute Ausbildungsarbeit schaffen, in der Nachwuchsabteilung, und bessere Schweizer Goalies rausbringen, wird es hoffentlich mittelfristig keine ausländischen Goalies brauchen, sondern wir haben genug Schweizerinnen auf Top-Niveau. Ich denke, das könnte der Weg sein. Und wenn wir sie vielleicht nicht in dieser Masse vorhanden haben, oder die technischen Leiter, Sportchef, Trainer, den Wunsch haben, ein anderes Profil im Goal zu haben, dann gibt es die Entwicklung, wie wir sie jetzt vereinzelt sehen. Und ich will dir nicht schlecht reden, das heisst ja nicht, dass das langfristig so wird sein. Aber ich sage immer, was können wir machen, um den Schweizer Weg voranzutreiben? Und das bedeutet, möglichst gut ausbilden, möglichst gut selektionieren, möglichst viele Mädchen begeistern, überhaupt ins Fußball zu gehen. Für das hat sicher auch die Nationalmannschaft, aber auch die Super League-Vereine eine wichtige Ausstrahlungsfunktion. Die Vereine haben die Aufgabe, die Trainings anzubieten. Ich glaube, da wollen wir arbeiten. Und da gibt es Karriereplanung, die sicher entscheidend ist. Was mache ich mit diesen 18-, 19-Jährigen? Was ist der Weg? Das ist sicher auch wichtig, denke ich, dass wir hier eben auch mit Nazi-B-Vereinen zusammenarbeiten. Wenn es einen Super League-Platz gibt, wo man sich platzieren kann, umso besser. Aber das hat dann auch mit Karriereplanung zu tun, wo man in der Eigenverantwortung ist. Und ja, ich denke auch normalerweise, wenn man nicht eigene forciert, sondern jemand anders holt, sollten die tendenziell besser sein. Das ist sicher so. Aber das sehen wir ja überall bei diesen Transfers. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Ich sage immer, wir müssen denen auch Zeit geben, den eigenen. Und ganz ehrlich, gerade in unserer Liga, wo wir in den letzten 6-7 Jahren die Augen zumachen und sagen, die zwei sind wirklich das Thema für den Meistertitel.
kann man auch Goalie wachsen, finde ich. Und das, ja, aber natürlich alle wollen jetzt ein bisschen mitspielen und mittun. Was du gesagt hast, lässt sich für mich, glaube ich, auf einen Punkt brechen. Und das ist regional und völkisch eine starke Region. Ich meine, so das Optimum wäre, wenn jedes Mädchen in der Region Luzern, bis auf Willisau, hinten, Sursee und so weiter, sogar bis auf Zug, weiss, wer die Laura Schneider ist und weiss, wer die Lea van Wesenbeck ist und wird so sein wie die. Und wenn sie irgendwann schon mal Dominik Urech in irgendeinem Fördertraining würde sehen, irgendwann auf dem Weg, dass man die ganze Region so ein bisschen anheizen. Und dann braucht aber die Region auch die Struktur in diesen Vereinen. Und sie braucht dann auch Nazi-B-Verein und Erstliga-Verein und alles. Und starke U19, dass du dann auch die Karriereplanung mit diesen Spielerinnen kannst machen. Es bringt nichts, wenn du die Lea van Wesenbeck hast. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, das nichts mit der Lea zu tun hat. Aber nehmen wir die Lea van Wesenbeck. Sie wird vielleicht Nummer 1 irgendwo regelmäßiger spielen. Und dann hat sie aber in Luzern einen Job oder und Schule und so weiter. Und dann schauen wir uns um und wir finden keinen ACB-Verein für sie, wo sie nicht muss eine Stunde reisen muss, wo sie dann spielen können. Das bringt ihr ja auch nichts. Also wir brauchen eine starke Region, damit wir auch die Jungen auch in jungen Jahren können rotieren können, oder? Ja, du hast ganz viele Punkte gesagt. Ich glaube, völlig einverstanden, unsere Super League Spielerinnen, die wollen strahlen, die wollen eine Strahlkraft haben. Da sind die Vereine in der Verantwortung. Ich finde, die Medien haben einen Riesenschritt gemacht in den letzten Jahren, um das zu unterstützen. Ich glaube, noch mehr Verantwortung bei den Vereinen. Auch da machen gewisse besser als andere. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an den Regionalvereinen. Wie viel tun ich die Mädchen fördern? Dann sie einfach integrieren und sie sind toleriert. Oder biete ich dann auch ein Schaufenster, lade ein. Ich finde dann auch den Förderverein, den wir haben im Frauenfußball, macht einen super Job, um eben Mädchen begeistern für Trainings mit anderen Mädchen. Was wahrscheinlich auch wichtig ist, gerade auch für Goalies. Wie viele Mädchen finden es cool, mit 8 sich Bell abschießen lassen von Jungs, die mehr Kraft haben. Also ich denke, auch hier ist wichtig, dass sie begeistert werden für den Fußball. Das finde ich wichtig. Nein, ich muss nicht bei diesen Trainings dabei sein, sondern nein, es geht darum, dass die Zugang haben. Genau, da es ist geht Frage, nicht um dich, sondern um Zugang. Da ist die Frage, was die Superliga-Vereine für eine Rolle übernehmen, was die Regionalverbände für eine Rolle übernehmen. Dass eben Zugang ist zu Goalie-Trainings. Ich denke, jetzt in der Schweiz geht's wirklich, sind wir gut aufgestellt mit der Zusammenarbeit zwischen IFV, in der Schweizer Fußballverband, mit dem FC Luzern. Wir haben Fördertrainings angeboten, zuletzt auch für Goalies, die gar nicht bei uns sind, sondern in der Region sind. Einfach, dass sie auch früher in Kontakt kommen, um auch die Vereine zu unterstützen, die in der Region sind, wo eben zum Teil keine Goalie-Trainer sind, weil es einfach zu wenig rum hat in den Vereinen in der Region. Mittelfristig wäre schon das Ziel, dass in der Region, in den Vereinen, wo sie sind, dort schon Goalie-Training haben können. Das wäre wünschenswert. Und eben auch qualitativ gutes Goalie-Training können haben. Und das Zweite, was da angesprochen ist, ist eben die Platzierung von Goalies, wo vielleicht der Karriereweg ein bisschen blockiert ist. Ich glaube, auch da ist der Goalie bereit, in die Nazi-B zu gehen. Der Goalie bereit, einen gewissen Weg auf sich zu nehmen. Was ist gerade wichtig im Leben? Oder ist halt, obwohl du 2 bist, kommst du trotzdem weiter in den Trainings, vielleicht mit Teileinsätzen in einer U19 oder gewissen Einsätzen in der U19. Kommt steht weiter. Ich glaube, das muss im Dialog passieren mit den Goalies und mit den Vereinen von der Region. Und dort ist es natürlich schon so, dass er dort dann auch Goalies hat. Willst du die auf die Bank tun, weil du für ein Jahr einen Goalie bekommst, mit dem Risiko, dass der eigene aufhört. Und wenn du das wieder geht, hast du keinen mehr. Also, ich glaube, es muss im Dialog passieren. Zum Teil gibt es wirklich ganz gute Lösungen. Natürlich auch junge Goalies, die von der 19 den Sprung in die Super League schaffen.
Was gibt es da für Möglichkeiten? Gewisse brauchen ein bisschen mehr Zeit, um sich noch zu entwickeln. Sportsünder gibt es wirklich auch regelmässig. Und ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Teil, wo wir noch dranbleiben müssen. Zum Vereinsfußball jetzt mal abschliessen. Wenn du Noten müsstest geben, den Goalies von der Super League, im Durchschnitt, wo würdest du uns einstufen? Boah. Schwierig, oder? Ja, das ist schwierig. Das ist extrem schwierig, weil was sicher noch gefehlt hat zu den Top-Noten, ist eine gewisse Konstanz. Ich glaube, wir haben viele Goalies gesehen, die wirklich ganz, ganz coole Matches gemacht haben. Und dann wieder unerklärliche Sachen drin hatten. Auch von Top-Goalies. Ja. Und ich glaube, da würden wir. Das tut dich die Gesamtnote ein bisschen drücken. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Gap, der noch fehlt, zu international. Wo Goalies, die ins Ausland gehen, vielleicht dann auch ein bisschen merken, dass dort der Druck noch höher ist, die Fehlertoleranz noch tiefer ist. Ich glaube nicht, dass dort die Ausbildung viel besser ist oder dass dort. Ich glaube, es ist halt wirklich das Umgehen mit. Und die Fähigkeit, wirklich, wie du vorhin gesagt hast, nicht Punkte zu verschulden, sondern an einem schlechten Tag bin ich neutral gewesen und an einem guten Tag bringe ich mal Punkte bringen. Ich glaube, das ist so das, was sich jeder Trainer wünscht und wahrscheinlich auch jede Mitspielerin wünscht. Und ich glaube, da hat es wirklich Querfeld ein Ausreißer gegeben, nach oben und nach unten. Ja, und die Konstante ist wahrscheinlich der Hacho von Servet nicht unbedingt der Schweizer in den letzten zwei Jahren, wenn man es anschauen tut. Das ist ja meine Schwierigkeit jeden Sommer, wenn ich dann ein Team von der Saison machen will. Ich habe vier Goalies, die ich reinnehmen könnte, aber ich muss dann wirklich schauen, wer ist am konstantesten gewesen, auch verhältnismässig mit der Arbeit, die sie zu hat und so weiter. Und da ist in den letzten zwei Jahren halt vielleicht wirklich deine Spreire. Wo man aber auch merkt, Dino Spreira ist ausgebildet worden von portugiesischen Goalie-Trainern und auch bei Sporting, also ganz eine andere Philosophie. Dort sind sehr, sehr gute Goalies immer wieder rausgebracht worden. So der alte Goalie-Trainer-Chef bei Sporting ist so ein richtiger so ein Anführer. Du musst jeden Sieg musst feiern und das sieht man dir an. Das wirkt in der Schweiz komisch, ein Goalie, wo jede Parade, auch die einfachste Parade, mega feiert. Aber ich glaube, das gibt dann so einen Biss, wo dann vielleicht der Schweiz halt noch ein bisschen mehr hilft. Ja, man muss im Fußball oder auch als Goalie nicht Freund oder Freundin sein mit allen. Also, ich glaube, auch wenn ich da an meine Idol, die ich früher hatte, zurückdenken, sei das jetzt ein Oliver Kahn oder was auch immer. Halbwahnsinnige, wo da aber eben auch die nötige Spannung und Fokus, vielleicht auch Athletik, dann mitgebracht haben, um eben die sogenannten unhaltbaren Bälle zu haben. Wieso soll das anders sein im Frauenfußball? Also, eben Fußball ist Fußball. Ich denke jetzt auch, ein Gaga hat sich über Jahre hinweg können behaupten, weil sie eben genau auch das Profil, wie du jetzt beschrieben hast, gehabt, top fit war, kaum verletzt durch das, Match für Match da war. Und das ist vielleicht ein Teil, der uns jetzt ein bisschen fehlt, wenn man dann die nächsten Kandidatinnen anschaut, wo man, wobei ich es auch cool fand, die Interviews, die ich diese Woche gehört habe, sind ein bisschen mehr auf Positionieren oder ein bisschen mehr auf Konfrontation gewesen. Ich habe das sehr cool gefunden. Und vielleicht machen wir jetzt hier einen Schritt. Vielleicht hat es jetzt auch ein bisschen Raum gegeben in der Schweiz für mehr es ist schwierig zu sagen, ein Wahnsinn oder eine Emotionalität, eben auch, weil sich
um jeden Preis durchsetzen und um jeden Preis gewinnen und um jeden Preis die Beste sein. Und das ist halt Sport und da ist keine Schweizer Tugend, aber es ist so. Bei der Gael Thalmann, was mich fasziniert hat, auch wenn ich Gael Thalmann nicht immer als Bestgoalie gesehen habe, in ihrer Laufbahn in der Nazi oder nicht immer auch immer als vielleicht der einfachste Mensch erlebt habe als Journalist, das ist aber ein anderes Thema. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor jemandem, der 20 Jahre lang alles gegeben hat, um eine Profifußballerin zu sein. Sie ist gereist, sie hat gewechselt, Verein gewechselt, überall, wo es möglich war, auf dem höchsten Niveau zu arbeiten. Schon wo der Frauenfußball ganz, ganz in der Schule war, hat sie sich vorgestellt und hat geschafft. Und ich finde, das ist so eine Art von Biss und von Hartnäckigkeit, die du entwickelst, die dir auch als Goalie wahrscheinlich sehr gut tut, weil du sagst, egal was kommt, ich bin bereit, die extra Meile zu gehen. Ja, ich bin jetzt nicht ein Fan von vielen Vereinswechseln, nach zwei Jahren schon wieder weiter, Das ist nicht gerade etwas, was ich super finde, aber ich weiss, was du meinst. Sie hat für ihre Karriere sehr, sehr viel investiert. Auch eben Pflicht, oder wie soll ich sagen, den Aufwand genommen, neue Sprachen zu lernen, sich neu einzuleben, und ich glaube, du hast das wahrscheinlich gemeint. Und das gebe ich dir recht. Also wirklich. Und weißt, wenn man den Frauenfußball beobachtet hat von 2005, Gael Thalmann ihre Karriere bis 2022, dann ist die ersten 10-12 Jahre ist das so gesehen, Frau Fußball. Ein Verein hat Geld für 1-2 Jahre und nachher hat er kein Geld mehr. Und dann musst du zum Nächsten, der Geld hat, oder? Und wenn du willst vom Fußball leben, musst du das halt machen. Du kannst schon in der Schweiz bleiben, gemütlich und hast einen guten Job, aber du kommst schon nie auf das Zenit, oder? Und du hast das Gefühl, Gael Thalmann oder ein Sandy Mändli, das sind so Spielerinnen gewesen, die bereit gewesen sind, den Weg, oder den Jakobsweg zu gehen, sozusagen, immer wieder eine neue Adresse, damit sie Profi sein können. Und das tue ich schätzen. Natürlich finde ich, es wäre auch möglich gewesen, mehr Konstanz zu haben. Und das weiss auch Gael Thalmann wahrscheinlich. Aber es ist die Realität von ihrer Karriere. Ich tue es nicht in Frage stellen. Eben, ich tue jetzt mehr auch voranschauen. Für mich muss entscheidend sein, dass die Goalies einen Karriereplan haben, dass sie Vereine sind, wo sie spielen können, weiterkommen, am Limit sind, aber spielen und erst den nächsten Schritt machen, wenn sie bereit sind für den nächsten Schritt. Ich denke, das ist manchmal noch schwierig zu einschätzen. Da brauchst du ein Umfeld, wo dir vielleicht hilft, auch das einzuordnen, einzuteilen, damit eben was möglichst gut kommt. Man weiß es nie, da ist immer ein gewisses Risiko dabei. Ich gebe dir recht, was die Frauen möchten, investieren in Karriere, Risiko gehen, eben Länder zu wechseln und so weiter, das ist extrem lobenswert. Aber jetzt auch bei denen, die noch im Job sind und versuchen Profi zu sein, was also ja die Mehrheit ist immer noch in der Super League, glaube ich. Auch das, Chapeau. Die Herausforderung wird es wirklich sein, den Schritt von Amateur, Halbprofis, was auch immer, in eine Professionalisierung. Übrigens nicht nur für die Spielerinnen, auch für den Staff. Das wird eine Herausforderung. Ich habe das damals bei den Jungs erlebt, wo das so war. Als ich angefangen habe bei den Jungs, war das Hobby. Und alle Trainer haben gearbeitet und am Abend Training geleitet. Es hat einen Switch gegeben und auf dem Weg verlierst halt einfach auch Trainer und du verlierst Spieler und Spielerinnen. Bei mir war es dann auch so gewesen. Ich habe dann auch aufgehört und mich für die Privatwirtschaft und nicht für den Fußball entschieden. Und das kommt jetzt genau auch im Frauenfußball, oder? Wo gewisse sich bewusst werden, für den Schritt entscheiden, wenn sie die Chance bekommen. Es sind ja nicht viele, die Chance bekommen, noch nicht. Und dann auch alles dem einordnen. Und es wird die einen oder anderen geben, die sagen, was für mich heraussieht, sei das wirtschaftlich oder auch privat, ist zu wenig für das, was mit dem Fußball gibt. Und sie werden sich anders entscheiden. Also, ich glaube, in diese Richtung kommen wir jetzt. Und ich bin gespannt, wie sich die verschiedenen Goalies jetzt in meinem Fall oder einfach auch sonst Spielerinnen, auch Staff,
entscheiden werden. Das ist so. Und wir haben jetzt die Tür aufgestossen zum Hauptthema von heute. Schweizer Nazi und Nazi-Golis. Nach 75 Minuten kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Das ist fast ein Rekord für mich, um so schnell zum Hauptthema zu kommen. Wir wissen leider unsere Zuhörer. Nazi, Nazi-Goli. Die Schweiz hat gestern gespielt. Global muss man sehen. Du darfst eine Meinung haben. Meine Meinung ist mehr vom Alten. Die Schweiz hat keinen guten Match gemacht und zeigt immer wieder die Fehler auf, die sie hat. Wo sie halt auch schon seit Nils Nielsen, vielleicht sogar schon seit Martina von Steckenburg nicht wegbekommt. Wie bekommen wir den Ball nach vorne? Wie können wir Goal kreieren? Und halt auch einfach, wo wir meiner Meinung nach, wir setzen seit 7 Jahren immer auf die gleichen Spielerinnen und hoffen, dass sie etwas anderes machen. Das ist meine Meinung. Du hast den Match gesehen auch für uns. Wie hast du den Match gesehen? Zuerst nur einfach als Match. Wie ist deine Meinung zur Nazi, wenn du eine abgeben willst? Und nachher reden wir über Goalies. Es ist immer schwierig von außen zu beurteilen, wenn wir nicht ganz im Detail wissen, was der Plan des Staff für das Spiel war. Vielleicht war das eine gute Umsetzung des Plans. Aber das ist kein guter Plan. Mit dem einen oder anderen, klar. Du hast natürlich die Hoffnung, spielst zu null und einer von diesen Pfostenschüssen geht dann nie. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich gebe dir recht, nach vorne sind wir zu wenig variabel aus meiner Sicht. Wir haben zu wenig Speed, obwohl wir recht schnelle Spielerinnen haben. Vielleicht sind wir zu reaktiv. Wir laufen vielleicht erst, wenn wir sehen, dass es eine Chance geben könnte. Ich habe das Gefühl, wenn wir in der WM andere Mannschaften gesehen haben, ist mehr Dynamik, mehr Bewegung, mehr Zonenwechsel, mehr zwischen die Linien sich befreien. Schon wieder gibt es eine neue Situation, neue Dreiecke werden gebildet. Vielleicht mehr Zug auch in 16er, mit Triplings, mit Varianten. Habe ich auch das Gefühl zu sehen. Ist das mit diesen Spielern möglich? Müssen wir wechseln, andere Spielerinnen forcieren? Auch da ist schwierig, da für mich eine abschließende Aussage zu machen. Ich denke, die Wechsel gegen Schluss haben der Mannschaft gut getan. Man muss auch sagen, Italien hat sich zurückgezogen und nicht wirklich. Sie wollten einfach das noch heimbringen und haben es dann geschafft. Es hat mehr Räume gegeben. Es ist immer ein bisschen fair sein, wie man den Vergleich macht. Was mir gefallen hat, wie ich es schon angetönt, Auslösung Zone 1, finde ich, hat die Mannschaft noch einen Schritt vorwärts gemacht. Und das hat mir gefallen, eigentlich, wie da ausgelöst wurde. Es könnte noch schneller gehen, zum Teil noch 2-3 Kontakte vielleicht zu viel. Aber offensiv war vieles gut gewesen, Zone 1, Zone 2. Aber ich glaube, das haben alle gespürt. Zum ein Italien knacken, da muss noch wahrscheinlich noch ein Schritt kommen. Man kann 1-0 verlieren gegen Italien. Ich glaube, das ist nicht das Thema, dass es das schlecht war. Wir haben nicht 4-0 verloren oder ist unter die Räder gekommen. Man hat mitgespielt, hat sicher nach der Pause eine Phase gehabt, wo man Mühe gehabt hat, wo man dann auch leider das Goal bekommt. Gegen Schluss die Möglichkeiten gehabt, die Italiener auch, oder Italienerinnen auch die ein oder andere Problem zu machen. Aber schlussendlich ja, sind sie nicht drin. Ja. Ich sage, das 1-0 gegen Italien wiegt vor allem schwer, weil es halt 11-1 ist oder 11 Spiele, 1 Sieg. Und das ist so wahrscheinlich das, was dem so ein bisschen mehr Gewicht gibt, oder? Ich glaube, da hoffen alle ein bisschen drauf, inklusive wahrscheinlich auch Staff, dass endlich der Befreiungsschlag kommt und dass man den Befreiter aufspielt und gewisse Automatismen auf einmal besser funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie lange wartet man auf den Befreiungsschlag? Vielleicht kommt er gleich. Vielleicht braucht es vorher mehr Wechsel im Team, um das zu provozieren. Aber das ist extrem schwierig. He? Und froh bin ich nicht im Staff, dass ich nicht den Entscheid treffen muss. Weil es kann natürlich wirklich in beide Richtungen gehen. Und es wird ja auch jeden Entscheid dann kommentiert. Mit unserer Stürmerin, die wir nicht aufgeboten haben. Letztes Mal ist ja, also es ist eigentlich jeder Entscheid wird wieder genau gleich. Auch als schlecht angeschaut, wo dann mal gemacht wird.
Auch wenn es natürlich, man kann immer verschiedener Meinung sein, das ist unbestritten. Klar ist, wir haben alle viel Respekt vor den Inka Grings, vor dem Staff, ja, vor den meisten, auch mal ich. Viel Respekt vor den Inka Grings, vor dem Staff und viel Respekt vor jeder Nationalspielerin. Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich sage, wir müssen 23 raus oder 23 neu. Es geht mir nur darum, dass wir ein bisschen Leben reinbringen müssen. Vielleicht von 23, von einem Kader von 23, oder der Nils hat eigentlich einen Kader von 14 gehabt, wo er dann noch 9 zusätzliche dazu aufgebaut hat, müssen wir vielleicht aufmachen in ein Kader von 35 und dort ein bisschen Fluktuation. Ich glaube, das würde schon mal helfen, um das Gefühl zu geben, dass man etwas versucht. Aber das ist jetzt das Feldspieler, über das wir ein anderes Mal hier lange in die Kamera schnarren wollen. Du bist hier und deine Position, das, was du weißt, dort sind sie jetzt forciert, einen Wechsel zu machen. Gael Thalmann, wie gross ist der Schatten, wie gross ist die Figur Gael Thalmann? Ich meine, junge Mädchen können keine andere Nummer 1 von der Nazi seit 10, 12, 13 Jahren. Ist Gael Thalmann zu gross geworden mit der Zeit, dass man sie nicht mehr abtun von der Nazi? Ja, das sehe ich nicht so. Jan Sommer ist genauso gross auf der Männerseite und da hat es vorher andere gegeben, auch Diego Benaglio denken und so weiter. Also, nein. Die Frage ist, ist die nächste Linie bereit? Ist sie gut vorbereitet worden auf den Tag, wo wir gewusst haben, der kommt früher oder später? Das ist wahrscheinlich eher die Frage. Gaga hat ganz, ganz viele tolle Sachen gehabt und auch die eine oder andere Schwäche gehabt, wie das bei vielen der Fall ist. Ich glaube nicht, dass da jetzt Fußstapfen unmenschlich sind. Aber schlussendlich wollen wir Resultat. Wir wollen möglichst zu Null spielen. Wir wollen ein Profil haben, das ja Dinka erwähnt hat, das Ausstrahlung hat, das eine Wirkung hat auf die Mannschaft. Und ja, da geht es darum, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, ich kann dir deine Frage beantworten. Haben wir die anderen dort hingeführt? Und zwar nur mit Zahlen. Seraina Friedli seit 2012 im Nationalteam hat in 11 Jahren 10 Matches gemacht. Elvira Herzog seit 2018 im Nationalteam hat 4 Matches gemacht. Livia Peng seit 2019 oder 2020 im Nationalteam hat 3 Matches gemacht. Die nächste ist Laura Schneider seit 2 Tagen, 2 Wochen im Nationalteam 0 Matches. Die übernächste ist Noemi Benz. Seit einem Jahr im Nationalteam kein Match. Isabella Ruttishauser seit 2 Jahren im Nationalteam ein inoffizieller Match gemacht. Die nächste wird Nadia Fuhrer gesehen. 5 Jahre im Nationalteam 2 Match. Gael Thalmann hat 110, glaube ich, gemacht insgesamt. Bin ich ganz sicher, ob das stimmt. Ich muss das nachschauen. Hat Gael Thalmann ein bisschen zu viel Freundschaftsspiel gespielt insgesamt. Weil sie hat fast nie nicht gespielt, Gael Thalmann. Gerade 10 Jahre, die 11 Jahre von Seraina Friedli, finde ich, stechen raus. 11 Jahre, 10 Match. Ja, wenn man jetzt die heute die Situation anschaut, wahrscheinlich ja. Die Zahlen sprechen für sich, oder? Weil halt jetzt mehr oder weniger alle unerfahren sind, was Nationalmannschaftseinsätze betrifft. Wäre natürlich schöner, wenn du jetzt jemanden nachnehmen kannst, der 15, 20 Spiele gemacht hat. Jetzt ist es anders. Schwierig zu einschätzen, wieso. Also, dass es wahrscheinlich statistisch jetzt so ist, ist wahrscheinlich richtig. Die Frage ist ein bisschen, wieso? Wieso sind so wenig Matches? Hat man vielleicht in der Planung nicht gewusst, wer ist das zwei, wo man nachziehen will? Hat man vielleicht einen Entscheid zu wenig gefällt in der Vergangenheit? Sind Verletzungen ein Thema gewesen, mangelnde Spielpraxis, je nachdem, wo man war, ein Thema gewesen. Es hat da sicher, jede hat ein bisschen ihre Geschichte. Am Ende des Tages interessiert heute die Geschichte niemand, weil wir stehen, wo wir sind. Wir haben Goalies, die im Ausland spielen, die in der ersten Bundesliga spielen. Wir haben Goalies, die in der Super League Standplatz haben.
Und jetzt hast du den Nachteil, dass es nicht viel gibt, wo jetzt die grosse Bühne, sage ich jetzt mal, kennen. Aber auf der anderen Seite haben wir tolle Goalies, die ein unterschiedliches Profil haben. Aber ich denke, es ist jetzt wieder wichtig, der Plan, den man hoffentlich jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon ein bisschen hat, dass man den nochmal anschaut, tendenziell vorantreibt. Aus der Distanz, so wie ich den Plan gesehen habe, ist das ein Zweikampf zwischen Serena Friedli und Livia Peng. Was man wahrscheinlich erwartet hat, ist jetzt meine Interpretation aus der Distanz, ohne Insiderwissen. Serena mit der Verletzung ist jetzt wie selber jetzt am Rennen aus, zumindest für einen Moment. Und darum ist es für mich klar gewesen, dass gestern ein Livia spielt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie auch den nächsten Match wieder spielt. Das wäre eigentlich ein Commitment, ein Statement, jawohl. Grundsätzlich sehen wir dich. Die Frage, wie Serena zurückkommt. Wenn sie zurückkommt, kommt sie dann gerade den Match rüber wieder. Oder muss sie jetzt ein bisschen hinten anstehen auf das Mal. Und dann ist, ich sage jetzt die anderen in der Folge blottern, wo sicher Elvira wahrscheinlich Pole Position hat, von allen anderen. Ich habe keine Ahnung, in den Trainings, wie nahe ist sie, wie ist das Standing in der Mannschaft. Die Formkurve, denke ich, zeigt sicher nach oben. Aufsteigen muss zuerst, jetzt auch wieder gesetzt. Das heisst, der Verein hat nicht reagiert nach dem Aufstieg. Er tut weiter auf sie setzen, was cool ist. Mag ich ihr mega gönnen. Ja, und jetzt Bestätigung auf dem höchsten Niveau im Verein. Und ich glaube, das gilt für alle, die in dieser Blotter sind. Entscheidend ist die Leistung im Verein. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen die Match gut anschauen, gut prüfen und schlussendlich werden sie einen Plan haben, wie das weitergeht, wie lange geben wir uns Zeit, bei welchem Match wollen wir forcieren, was wollen wir sehen, damit wir Bestätigung haben. Auf Fehler hoffen, damit sich einer aus dem Rennen nimmt, macht relativ wenig Sinn, sondern wirklich dass das, was du von den Goalies erwartest, dass sich dann das auch in dem Match zeigt. Und dann musst du für das Profil schlussendlich entscheiden, was du haben willst. Du hast schon recht viel vorweggenommen. Jetzt auch im Ranking der Spielerinnen. Eins, was du immer wieder gesagt hast, Profil, Profil, Profil. Dinka Grings hat gesagt, Goalie mit Ausstrahlung. Ist nicht nur Ausstrahlung, die ausmacht, was würde für dich, auch wenn du Dinka Grings und David González, der Goalie-Trainer von der Nazi, ein bisschen kennst. Was hast du das Gefühl, was sie für ein Profil suchen oder was für ein Profil langfristig einer Nationalmannschaft gut tut? Boah! Was sie suchen, habe ich keine Ahnung. Mhm. Kann ich nicht beurteilen. Außer das, was sie gesagt haben. Eben, eine Goalie-Frau, die Ausstrahlung hat, die wirkt auf die Mannschaft, wo Sicherheit gibt. Ich glaube, das hat sie so formuliert diese Woche. Das ist die einzige Information, die ich habe. Ich weiss, dass der Verband sicher auch Wert darauf legt, dass eine gewisse Grösse einfach unterdessen ein Muss ist. 1,70 plus ist die Voraussetzung, 1,75 wäre besser. Das ist so das zweite Merkmal, das ich mehr oder weniger offiziell weiss. Und nachher kommt es halt wirklich darauf an, was ist das für eine Spielanlage, die du haben willst. Als Teamtrainerin mit der Mannschaft, willst du höchst stehen mit der Abwehr, dann brauchst du sicher einen Goalie, der super mitspielt, der sehr eine gute Wahrnehmung hat vom Spiel, wenn kommen die Schnittstellenpässe, die Tiefe, die ich raus muss, wo gute Entscheidungen in diesem Bereich trifft. Wie sehe ich die Angriffsauslösung? Wie wichtig ist es mir, das Spielen in der Zone 1? Wenn das wichtig ist, dann brauchst du einen Goalie, der einfach technisch auf der Höhe ist. Wie wichtig ist mir das schnelle Konterspiel? Dann brauchst du allenfalls einen Goalie, der sicher einen guten langen Ball hat. Auch das Auge und gute Entscheidungen trifft, wenn sie spielen, wenn nicht. Wie stark sind wir auf Standardsituationen defensiv? Brauche ich einen Goalie, der da hilft? Der vielleicht nicht nur auf 2 Meter, 3 Meter kommt, sondern auf 5 Meter kommt, helfen.
dann hilft es natürlich, wenn du einen Goalie hast, der auf Flanken stark ist. Idealerweise willst du das alles, logischerweise. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht die Übertorfrau, die alle Kriterien erfüllt. Noch nicht. Vielleicht noch nicht. Und da kommt es halt zu einem Entscheid, ein bisschen, wie machst du, ja, für welches eben Profil tust du dich jetzt entscheiden? Für eine, sind wir jetzt bei der Livia Peng, wo fußtechnisch das sehr gut löst, hinten raus. Wow, Flanke mutig ist, denke ich. Also wirklich da gute Sachen mitbringt. Ja, wo jetzt vielleicht nicht Erfahrung hat wie eine Saraina Friedling. Oder wo jetzt vielleicht halt noch weniger Match hat. Ich weiß nicht, was Training ist in der Mannschaft, von der Wirkung her. Das ist für mich schwierig zu beurteilen. Ich hätte jetzt gesagt, eher eine ruhigere. Aber das täuscht manchmal auch. Ich will da gar nicht zu viel reininterpretieren. Ja, und das Saraina hat ganz andere Stärken. Elvira sicher natürlich mit ihrer physischen Präsenz, da hat sie schon eine Ausstrahlung, die beeindruckend ist. Es muss dann einfach auch im Spiel funktionieren. Da ist halt das Thema eben Fehlerquelle in der Vergangenheit zumindest das Thema gewesen. Wo sie da im Moment steht in den Trainings, das kann sich geändert haben. Da bin ich jetzt zu wenig nahe dabei gewesen. Ich glaube, es ist, wie du vorhin gesagt hast, was bringt Elvira Herzog? 2 Jahre lang die Nummer 1 bei Zürich, wo sie einen Ball muss haben. Oder? Und ich habe das Gefühl, Elvira Herzog wird das Opfer davon, dass sie halt auf der grössten Bühne dann ihre Fehler gemacht hat. Sie hat zweimal die Champions League gegen Bayern daneben gegriffen und sie hat halt an dem Match gegen Belgien, wo sie aber auch ein Jahr lang nicht gespielt hat, daneben gegriffen. Sagen Sie, in der Champions League kann es passieren, aber wie gesagt, bei Zürich bist du halt nicht immer gefordert auf dem Level wie gegen Bayern. Und in diesem Match hat auch der Nils Nielsen seinem Bauch müssen vertrauen. Er hatte 2 Goalies, die nicht viel spielen. Aber einer, der halt schon 4 Matches gespielt hat und der andere, der seit einem Jahr nicht gespielt hat. Und ist vielleicht auch ein bisschen eine Schutzfunktion, Schutzpflicht von Nils Nielsen wäre da angesetzt und dort vielleicht nicht die Elvira ins kalte Wasser Schuss. Obwohl, sie hat es angenommen und es ist ihre Rolle und sie wollte die Nummer 1 werden von der Nazi. Also hat sie dort auch müssen spielen und hat nicht geliefert, oder? Ja, es kommt ja zurück zum Plan, den du hast. Ich meine, das eine ist, du willst gewinnen am Wochenende oder an diesem Match. Und das andere ist, du hast ja schon, vielleicht hat er die Beurteilung die gewesen, es ist noch mehr Entwicklungspotenzial rum. Darum tun wir sie jetzt mal innen und positionieren, auch in der Hoffnung, sie besteht und kann von dort weiter wachsen. Ich weiss nicht, was die Überlegungen sind. Und wie gesagt, im Nachhinein ist man immer unglaublich schlau, dass es falsch war oder richtig war. Wenn sie dort alles hätten, dann ist alles richtig gewesen. Das sind so Entscheidungen, die man fehlen muss. Manchmal geht es auf, manchmal nicht. Für mich ist mit Elvira allenfalls eher die Frage, ist die Zeit bei Köln-Freiburg ideal gewesen, von der Anzahl Spiele, die sie machen konnten? Sind das die idealen Vereine in dem Moment von ihrer Karriere gewesen? Ich weiss es nicht. Auch wieder von außen die Distanz, ich will mich jetzt da nicht aufspielen, ist es wahrscheinlich nicht ganz ideal gewesen von der Entwicklung her. Ich denke jetzt bei Leipzig, ist sie ein Schritt zurück in die 2. Bundesliga und hat jetzt eben genau den Weg gemacht, mit denen können aufsteigen. Das habe ich vorhin gemeint, oder? Manchmal brauchst du den Weg. Ein langsames Wachsen, das dann auch funktioniert. Vielleicht ist das für sie Gold wert gewesen jetzt, oder? Und ist vielleicht jetzt auf dem Niveau, wo sie bereit ist. Also, ist extrem schwierig, eben, wie gesagt, zum Beurteilen jetzt von mir aus der Distanz. Ich bin auch kein Training schauen jetzt beim Zusammenzug. Trotzdem aufgrund von der Geschichte, die wir jetzt hier hatten, auch mit dem, was du gesagt hast, ist sie aus meiner Beurteilung, die völlig falsch sein kann, im Moment noch hinter der Livia und der Saraina wahrscheinlich. Aber von den anderen hat sie doch eben die Erfahrungen auch gemacht. Es ist eben auch aus,
aus schwierigen Erlebnissen kannst du eben auch etwas mitnehmen und machst, kommst vielleicht auch stärker raus, oder? Ich sage, das Beste, was der Elvira Herzog kann passieren, ist, wo sie die BS hat, der irrgeleitete Wechsel zu Freiburg, wo immer schwierig ist. Du bist ein junger Goalie, hast eine super Saison gespielt mit Köln, hast nicht mit ihnen wollen in die zweite Bundesliga gehen. Du wechselst an einen Verein, wo du Kollegen hast, wo neu ist von daheim. Und natürlich denkst du, ich werde die Nummer 1, obwohl die einen gestandenen Goalie haben, oder? Und das ist dann halt am Ende der Preis gewesen. Da kommst du nicht hin, wirst nicht die Nummer 1 und dann ist in eine Spirale. Und das Beste, was der Elvira Herzog kann passieren, ist, dass sie nicht den Schritt zurück in die Schweiz macht. Weil sonst befürchte ich, dass man Elvira Herzog in einer Mal in gut, scheint sie ja 10er-Route gesehen hätten, wo plötzlich einfach gesagt, weißt du was, das ist mir alles zu blöd mit dem Spitzenfußball. Und ich bin froh, hat sie dann nochmal einen Weg in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga gemacht und ist sich dort gut Sporen abverdienen. Und sie hat das auch sehr, sehr souverän gemacht. Und man muss auch sagen, Elvira Herzog hat eben ein Jahr lang fast nicht gespielt. Jetzt dafür seit anderthalb Jahren lang nur gespielt. Und in der zweiten Bundesliga spielst du regelmässig, hast mehr Matches sogar als in der ersten Bundesliga. Und jetzt ist die erste Bundesliga gesetzt und ist im Cup-Final gestanden, ist Cup-Siegerin geworden in Deutschland. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Also, sie hat diesen Weg gemacht, wo ihr dort dann auch ein gewisses Profil gebt. Ich will gar noch nicht zu weit auf die einzelnen Spielerinnen eingehen, sondern einfach, du hast das gut gesagt. Wir haben jetzt ein Konstrukt, oder? Wir brauchen den nächsten Goalie. Wie fest Sinn macht es denn aber gleich jetzt schon auf die Livia zu setzen, wie gesagt, jetzt gegen Spanien? Ist es gut gegen Spanien, die Livia nochmal zu setzen als Zeichen? Oder ist es vielleicht besser, einer Laura die Chance geben oder einer Elvira? Gerade Spanien, so ein schwerer Gegner, weißt du, Weltmeister amtierend, wo niemand böse wäre, wenn die Laura an diesem Match vielleicht mehr als ein Goal wird kassieren, weißt du? Wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie dann würde im Rennen Platz verlieren. Wie siehst du das jetzt, die Nations League? Es geht ja auch um etwas. Kann man dort rotieren mit den Goalies? Ich glaube, es kommt darauf an, wie fest dass du schon gefestigt bist in der Vorstellung, dass die Livia oder Zeraina das 1 und das 2 sind. Mhm. Wenn die Idee schon relativ stark gefestigt ist, aufgrund vielleicht von der Trainingsleistungen diese Woche, wo vielleicht die anderen zwei weiter weg sind von der Livia, ich weiß es nicht. Mhm. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich weiter Livia forcieren und sagen, okay, da tun wir jetzt mal eine erste stabile Säule aufbauen. Und dann kommt der eine dazu und dann schauen wir, wer sich durchsetzt. Wenn du aber sagst, nein, hey, die sind die Woche auf Augenhöhe gewesen, wir haben die Elvira länger verfolgt und sind begeistert von der Entwicklung, dann ist es vielleicht wieder eine Chance, wieder einen Einsatz zu geben. Und schauen, wie sie die Entwicklung, die sie gemacht hat, im Ernstkampf ummünzen kann. Wäre eine andere Möglichkeit. Bei der Laura ist es für mich ein schwierig, neutral zu sein, mal grundsätzlich. Mhm. Weil natürlich da eine gewisse emotionale Subjektivität sicher rum ist. Ich finde es cool, ist sie aufgeboten worden oder nachgerückt. Fairerweise muss man ja sagen, sie hat das sicher mit vielen guten Matches sich verdient. Ist sicher vieles auch neu jetzt für sie, der ganze Medienrummel, die viele Spielerinnen vielleicht auch neu kennenlernen, die sie jetzt noch nicht gekannt hat. Sich ins Team platzieren, neue Goalie-Trainer, die sie vorher noch nie trainiert hat. Ich denke, das ist jetzt die erste Zusammenzug ist mal ein Ankommen. Das heisst nicht, dass sie sich hoffentlich nicht versteckt hat, sondern dass sie Vollgas gegeben hat. So wie ich sie kenne, macht sie das. Vielleicht wäre es verfrüht, sie jetzt gegen Spanien reinzurühren, gegen den aktuellen Weltmeister. Wäre vielleicht ein bisschen verfrüht. Man kann auch mal einen Teileinsatz machen, wieso nicht bei einem Goalie. Dass man es als Vorbereitungsspiel anschaut, obwohl es um viel geht, Nations League. Meine persönliche Meinung ist, vielleicht muss in dieser Gruppe nachher realistisch sein, was die Chancen sind. Und es wirklich vielleicht nutzen als Vorbereitung für die anstehende EM im eigenen Land. Also, für mich
fast wichtiger zu gewichten, aber mit der Strategie vom Verband in Frage stellen oder mich da dagegen positionieren. Ich glaube, ich würde das Spiel nutzen und kommt wirklich darauf an, wenn Elvira und Laura top performt haben, nahe dran sind bei der Livia, wieso nicht Elvira eine Stunde geben? Und vielleicht Laura, je nachdem wie auch das Spielchen läuft, eine letzte Halbstunde geben, dass sie mal eine erste Erfahrung auf dem Niveau kann sammeln kann. Wenn es eine Elvira läuft und sie hat wirklich einen guten Rand kann, vielleicht auch 90 Minuten drin lassen, dass sie wirklich eine faire Chance hat, da zu pushen. Wenn jetzt aber aufgrund der Trainingsleistung, aufgrund des Plans, den man hat, wenn man schon gefestigt ist, dass es Richtung Livia geht, vielleicht der eine noch eine Chance hat, wenn sie fit ist, da mitzuwirken, dann ist es für mich auch okay, dass man sagt, man gibt eine Mannschaft, die vielleicht andere Wechsel noch anstehen, vorne dran, dass man sagt, man gibt jetzt der Goalie-Position ein bisschen Ruhe, ein bisschen Stabilität, ein bisschen Kontinuität und tut vielleicht vorne dran mehr wechseln. Das wäre der andere Weg. Ich bin halt nicht so ein Insider wie du. Ich bin ja der Kommunikationsmann. Und für mich ist einfach, dass du kannst nicht kommunizieren, dass du die Position offen haltest und jeden Wert anschauen wirst. Und dann gleich schon jemanden haben. Also, es wäre sehr typisch Schweizer Frauenfußball, aber ich fände das jetzt nicht so elegant von den Inka Grings, wenn sie sagt, schau, ich halte die Position auf und jetzt gleich nur die Livia wird spielen, die nächsten drei Matches. Weißt du, was ich meine? Oder findest du, kann man das dann gleich durchsetzen, wenn man halt gleich eine Vorliebe hat? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube. Ah, come on, ich glaube, der Staff hat eine Vorstellung. Also, nochmal, ich glaube nicht, dass sie mit einem weißen Papier einrücken und sagen, schauen wir mal, wie das so läuft in die zwei Wochen. Also, für mich schwer überraschend, wenn das so wäre. Ich glaube, die haben einen Plan, dass man kommuniziert, dass es offen ist. Das ist auch okay, dass man den Druck auch hoch behaltet auf der, wo man forciert. Dass man jetzt einen Freipass gibt. Ja, machst mal, was du willst, bist jetzt eh dort. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt Livia bräuchte. Ich glaube, die ist von sich aus genug. Unter Spannung und ehrgeizig, dass das, glaube ich, nicht das Problem wäre. Das kann man so kommunizieren, einfach, dass man auch eine gewisse Spannung im Team, in der Gruppe behaltet. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie sich schon klar sind, wer es 1 und wer es 2 ist. Ich glaube nicht, dass sie schon dort sind im Prozess. Und darum kann man sagen, es ist noch offen, wir haben uns noch nicht entschieden. Ich bin nicht ein Kommunikationsexperte, von dem her werde ich mich da nicht sagen, was sie müssten kommunizieren. Ich habe die Hoffnung, dass der Plan nicht jetzt erst angefangen hat mit dem Rücktritt von der Gaga, dass der Plan schon vorher angefangen hat. Die Statistik, dort sind wir gewesen, sagt, der Plan hat sich wahrscheinlich mehrmals geändert. Sonst hättest du jetzt eine mit 11 und nicht ein paar mit 3-4 Matches. Das ist meine Interpretation. Die Spielerinnen oder Goalies wollen fit sein. Das ist eine zweijährige Kampagne. Und entscheidend ist, dass du fit bist, Zusammenzug für Zusammenzug für Zusammenzug für Zusammenzug. Das ist halt schon auch ein Kriterium von einem Profil, dass sich eben eine Mannschaft dann auf das einstellen kann. Und da gibt es in Männer- wie Frauenfußball gibt's immer die Geschichten von denen, die einfach nie etwas sind und immer da sind. Und von denen, die leider einfach die Geschichte haben, die sie immer wieder daraus bringt. Aber das ist halt vielleicht dann auch ein Kriterium, das zum Entscheid führen kann. Wenn wir jetzt schauen, Martina Voss Tecklenburg hat klar gesagt, nur wer im Ausland ist, zählt für mich. Der Nils hat es etwas mehr aufgemacht. Und ich finde auch, gerade in der Goalie-Position kann man auch sagen, ist es nicht zwingend nötig, im Ausland zu sein, habe ich das Gefühl. Wie siehst du das, Bundesliga-Spielerinnen jetzt eben, Livia und Zeraina, Livia und Elvira. Zeraina ist in Belgien, wo sie auch Profi kann sein. Muss sagen, Belgien hat eine Profiliga, die Schweiz noch nicht ganz. Und dann haben wir die Laura und die Noemi. Und ich nehme jetzt auch mal die 5, kannst gerne noch einen 6. drin, wo halt spielt. Noemi mit dem Vorteil, dass sie Champions League spielen, hat jetzt schon 2 Matches gemacht, wird jetzt noch 2-mal gegen Ajax spielen und hoffentlich dann noch Gruppenphase. Wie wichtig oder wie gross ist der Unterschied, wenn jemand im Ausland ist und wenn nicht? Was für die Gewichtung, was hast du das Gefühl? Für mich ist wichtig,
was die Torfrau für eine Rolle in der Mannschaft kann spielen auf dem Niveau, wo sie spielt. Ich als Goalie-Trainer oder Cheftrainer will nicht einen Mitläufer hinten innen haben, der an der Grenze zur Überforderung ist. Sondern ich will, das hat ja Dinka auch gesagt, einen Goalie, der mir etwas ausstrahlt, dass sie in der Lage ist, mit dieser Aufgabe umzugehen. Das hat mit Vertrauen zu tun, das hat mit Erfahrung zu tun. Vertrauen und Erfahrung kannst du dir überall holen. Es kann sein, dass jemand aus der Super League mit viel mehr Selbstvertrauen, sehr viel mehr Dynamik und Selbstverständlichkeit in einen Zusammenzug kommt. Im Match selber ist das schon noch etwas anderes. Du stehst vorne, du hörst die Hymnen, schon beim Einlaufen hat es Zuschauer, die du sonst nicht hast. Eben Medienleute sind da, die dich ablenken vielleicht. Kommen die Leute vielleicht aus dem Umfeld, kommen Match schauen, die sonst die Super League nicht schauen können. Es geht ganz viel ab und das hat mir auch von Erfahrung. Bälle kommen in der Bundesliga oder in der Profiligen, Champions League, anders auf die Kiste als in der Super League. Da ist zum Teil mehr Drall, mehr Tempo, mehr Geschwindigkeit von der Aktion, mehr Überraschungseffekt. Das ist da. Je mehr Erfahrung dass du auf dem Niveau hast, je besser. Wenn wir einen Bundesliga-Goalie haben, der im Verein eine Führungsfunktion hat, der in der Liga mehr als nur knapp bestehen kann, sondern wirklich im Mittelfeld der Goalies mitspielen, vielleicht sogar zu den Top-Goalies gehören, wie jetzt bei den Männern das der Fall ist, oder? Mit Sommer, Koppel und so weiter, wo es wirklich in der Bundesliga zu den Top 10 Goalies hast, 4 Schweizer gehabt, dann denke ich, ist das super. Wenn wir das nicht haben, wenn wir Goalies haben, die im Ausland mal spielen, mal nicht spielen, so ein bisschen Verantwortung ein bisschen übernehmen können, aber dann vielleicht doch nicht den Einfluss aufs Team haben. Und du hast jemanden, der in der Schweiz Wochenende für Wochenende die Verantwortung übernimmt, Entscheidungen vorantreibt, eben Match gewinnt. Aus meiner Sicht könnte es dann auch ein Schweizer sein oder eine Schweizerin sein, die im Goal steht. Ich glaube, ein guter Karriereweg ist sicher, zuerst in der Schweiz die Funktion zu haben, dass du eben top bist. Und dann den Schritt ins Ausland zu machen und dort eben ein Auge mithaben können. Das wäre sicher für mich so ein der Wunsch-Karriereweg der Goalies. Oft ist es aber im Moment so, dass man Super League spielt, ein Jahr und bereits geht. Mhm. Noch nicht wirklich etabliert ist, vielleicht viel auch profitiert hat von routinierten Leuten vor sich. Und der fast ein bisschen überfordert ist im Ausland einen Moment lang. Vielleicht wäre es cool, wirklich zuerst in der Super League unbestritten unter den Top 3 zu sein, inklusive Ausländerinnen. Und dann ins Ausland wechseln und dort die Rolle weitermachen. Ich habe extremen Respekt bzw. schätze extrem, dass er einer Friedlier in ihren Weg und gesagt hat, look, ich bin jetzt zwar 6 Jahre bei Zürich, habe alles gewonnen, aber bin ich auch in dieser Liga? Bin ich als Goalie zwingend? Und dann geht sie zu IB und sagt, ah ja, mal, ich bin zwingend. Und erst dann ins Ausland. Das ist ein sehr mutiger Schritt. Nicht viele würden sich trauen. Und ich glaube, das hilft dir halt schon auch in der Entwicklung menschlich, gerade auch als Goalie. Weil du gehst von einem Team, das wenig Abschluss aufs Goal hat, wenig zu tun, wenig Ecken zulässt, wenig Freistöße zulässt, zu einem Team, das sehr viel Freistöße zulässt, sehr viele Ecken hat, sehr viel Angriff bekommt, oder? Ich kann nicht beurteilen oder kommentieren, den Wechsel damals. Habe ich nicht wirklich mitbekommen, was es die Gründe waren oder Motive. Nein, ich sage nur, so ein Wechsel ist charakterfördernd, oder? Wenn du vom 1. zum 6. wechselst. Es sind andere Aufgaben, die du hast, oder? Ja. Es sind ganz andere Aufgaben und vielleicht auch eben ein anderes Gewicht, das du hast. Wenn du vom Meister zu einer, sage jetzt, Mittelfeldmannschaft kommst, das sind natürlich die Erwartungen sehr, sehr hoch, auch vom neuen Verein an dich. Und das stärkt schon den Charakter, grundsätzlich. Also in dem Sinn könnte ich jetzt das bestätigen. So ein Karriereweg ist extrem schwierig und da hat es Berater, die drin reden und Umfeld, die drin reden und man hat natürlich auch Wünsche,
wo man spielen will, das ist extrem schwierig. Also, da kann es manchmal perfekt aufgehen und manchmal geht es halt wirklich in die Hose. Aber beim Profil jetzt für unsere Schweizer Nazi wünsche ich mir schon auch jemanden, der im Verein Woche für Woche das kann bringen kann, was man eigentlich in der Nazi erwartet. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es auch in der Nazi klappt. Ich glaube, das ist so mal die Grundregel, die wahrscheinlich hilft, wenn man die befolgt. Nochmal, das ist nicht goalie-spezifisch. Ich glaube, das ist bei den Feldspielerinnen ja genau das Gleiche. Und im Moment sind wir sicher in einer besseren Ausgangslage als vor einem Jahr. Mit der Elvira, die die Entwicklung gemacht hat, mit der Livio, hoffentlich bei Bremen jetzt, wo der Platz gefunden hat, wo sie Woche für Woche kann performen kann. Jetzt der eine oder andere Licht auch. Sieht gut aus, wenn sie fit ist. Dass sie dort auch in einer guten Liga kann spielen kann. Dann haben wir eigentlich ein Trio, wo du kannst auswählen kannst. Welche du jetzt forcieren? Vielleicht tust du noch in Betracht ziehen, wer hat noch Entwicklungspotenzial in den nächsten zwei Jahren. Mhm. Also das eine ist die aktuelle Leistungsfähigkeit, das andere ist die Leistungsfähigkeit vielleicht in einem Jahr. Vielleicht ist das noch Teil, der auch berücksichtigt wird. Das würde jetzt eher wahrscheinlich ein bisschen für die Jüngeren sprechen, die eben jetzt noch zwei Jahre Zeit haben, um auch internationale Erfahrung zu sammeln. Und dann denke ich, ist schon Isa, Noemi, Laura ein bisschen in der Aussenseiterposition. Es ist bei allen drei relativ schnell jetzt gegangen in den letzten ein, zwei Jahren. Von U21 Zürich in die Champions League oder von Nazi B jetzt in ein Aufgebot von der A-Nazi. Das sind sehr, sehr grosse Schritte, relativ schnell. Aber auch dort, wenn jetzt die performen im Verein, wieso nicht? Und die anderen nicht? Ja, dann wieso nicht? Also da bin ich auch der Meinung. Du die pushen, die performen. Weil wenn sie in der Schweiz performen, dann werden sie nächstes Sommer im Ausland sein, wenn sie das wollen. Also, ja, das ist ja das andere. Schauen wir uns das an. Gael Talmann geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich einer von diesen sechs genannten jetzt verstecken muss, oder? Jede könnte aufs Level von Gael Talmann kommen. Oder kann es sogar überbieten, das Level von Gael Talmann. Oder siehst du das anders? Und jetzt darauf an, was du vergleichst. Du hast die 36, 37-jährige Gaga mit 20-jährigen, 21-jährigen. Also Gesamtgefühl. Ja, genau. Was vergleichen. Ist das Gesamtgefühl. Nein, also ich habe das Gefühl, der Gap war jetzt nicht so hypergross gewesen. Selbstverständlich hat Gaga eine unglaubliche Wirkung auf die Mannschaft gehabt und das hat keine andere gehabt. Genau. Und hat auch, wie gesagt, nochmal, sie war immer da gewesen, immer fit gewesen. Auch riesen Respekt für das Alter, das sie hatte, topfit gewesen. Mhm. Das musst du zuerst bringen und da haben alle anderen haben eine kleine Geschichte gehabt, wo sie das nicht haben können. Belecken, ja, ja. Sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt die rein auf dem Platz das Profil anschaut, die Gaga ist kleiner gewachsen als die wir jetzt am Start haben. Von der Strafraumbeherrschung, denke ich, haben wir die Möglichkeit, vielleicht sogar talentiertere Goalies zu haben. Auch am Fuß denke ich, haben wir die eine oder andere, die weiter ist als jetzt Gaga. Also es wird einfach ein anderes Profil sein, per Definition. Und ich glaube nicht, dass sich jetzt die da verstecken wollen. Es ist mehr, wir wollen jetzt die finden, die Match für Match liefern und uns hinter die Kiste sauber hat. Gehen wir sie eins für eins durch. Ich glaube auch, wie du recht, dass du recht hast, Livia Peng. Das scheint die zu sein, die in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, erfolgreich bei Zürich, super Champions League gespielt. Darf man nicht vergessen, Livia hat super ausgesehen in den Champions League-Spielen, die sie für Zürich gemacht hat. Startet eigentlich nicht schlecht in Schweden, verliert dann aber die Position, weil sie gemeint hat, sie kann bleiben. Und Schweden, dort hat Häcken damit gerechnet, dass der Eisgoalie länger ausfällt, wo die dann schneller fit wird, hat dann der Trainer schneller auf sie gesetzt.
Ich weiß nicht, ob sie nicht können, direkt das Duell annehmen gegen die Nummer 1. Sie entscheidet sich für einen Wechsel nach Levante, dort wieder. Startet gut und wieder wird sie dann überholt von der eigentlichen Nummer 2. Aber die Livia ist unterwegs, jetzt bei Werder Bremen, hat gut gespielt. Ich sage, die Livia ist sicherlich gut in allem. Ist noch nicht die läuteste Goalie auf dem Feld. Also nicht geil, Hellmann. Was glaubst du, wie muss die Livia sich jetzt entwickeln, um die richtige Antwort zu sein? Wo siehst du bei ihr Baustellen bzw. Potenzial? Nur ganz kurz, ja. nicht im Detail. Muss nicht, also. Genau, also auch da, ich bin nicht mit ihr im Training. Mhm. Ich habe jetzt nicht, weiß ich, wie viele Matches gesehen von ihr. Und meine Aussage, die ich jetzt hier mache, ist vielleicht, da kann man sicher challengen. Für mich, jetzt goalie-technisch, gibt es im taktischen Bereich von der Positionswahl, die sie oft trifft, noch Entwicklungspotenzial. Dort muss sie sich noch entwickeln. Wenn wir das Goal nehmen von gestern, kein Goalie-Fehler. Wahrscheinlich habt ihr kennen von den Kandidatinnen, die wir haben. Wenn man anschaut, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt ihren Goalie-Trainer, der Gonzo wäre jetzt heute Morgen und das Goal würde anschauen, für mich ist sie vielleicht einen Meter zu hoch gestanden in der Position. Sie hat eine relativ breite Grundposition. Der Schritt, der erste, funktioniert nicht. Und darum kann sie da auch gar nicht stoßen, kommt spät. Sie war weit weg von dem Ball. Also in der Aktion selber hat es ein paar Sachen, die falsch laufen, aus meiner Sicht. Ob sie den Ball hatte oder nicht, ist völlig nebensächlich. Es geht mehr darum, sie muss sich... Bei ihr ist mit der Feinjustierung. Die Basis ist alles da. Wirklich alles vorhanden, physisch, technisch, sehr, sehr vieles da. Und jetzt muss ich in die Details gehen, die eben auf internationaler Ebene entscheidend sein können. Stimmt die Position, stimmt die Schrittfolge? Hat sie den Ball richtig eingeschätzt? Sie hat einen langen Ball gehabt, eine 16erin, wo sie schon recht hoch steht. Und dann noch fast muss hinterlängen. Positiv, sie hat eine mutige Position genommen. Negativ, wenn der Ball richtig einschätzt, musst du sie kurz korrigieren, damit du den Ball wieder angreifen kannst. Es sind einfach so Kleinigkeiten, oder, wo jetzt wichtig sind, dass mit ihr geschafft wird. Im Verein vor allem. Selbstverständlich mit dem Austausch mit dem Gonzo. Dass das diskutiert wird. Weil sie hat eben jetzt noch ein Alter, wo sie diesen Schritt noch problemlos machen kann. 22? Oder? Also da können noch Entwicklungsschritte kommen. Aber es sind wirklich so Details, die angegangen werden. Livia extrem stark im 1 gegen 1. Das ist eine Facette, die wir in der Nazi jetzt nicht gesehen haben, aber im Verein ist das immer wieder. Ich sage, das ist gerade ihre Linie und 1 gegen 1 und wie gesagt komplett. Sie ist auf der Pole Position und das würde ich weiterhin sehen, obwohl sie gestern mit dem 22 gespielt hat. Ich glaube, das bedeutet nicht viel. Ja, oder mit dem 12, ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube, es ist 22. Nächste, würde man meinen, ist Serena Friedli. Jetzt habe ich dort einfach ein Fragezeichen für mich. Und zwar die letzten zwei Mal, wo Dinka Grings zu Rainer Friedli aufbieten wollte, ist sie verletzt oder fehlt aus persönlichen Gründen. Das sendet indirekt halt auch eine Message an Dinka Grings, nehme ich an, oder? Nicht also indirekt, sehr direkt. Sehr direkt. Sie kann nicht auf sie zugreifen. Also, oder die zwei Mal, wo sie garantiert gespielt hat, ist sie nicht um. Jetzt natürlich Pech mit dem Fußverletzung und persönliche Gründe sind persönliche Gründe. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber es ist halt eine Message, die nicht gut ist für... Nein, es ist... Durch das, dass sie nicht fit ist, ist sie nicht mehr im Rennen. So einfach wie das ist. Du kannst nicht jemanden aufstellen, der nicht fit ist, der nicht da ist. Und... Das nicht mal mit Signalsenden zu tun, sondern faktisch bist du nicht da. Jetzt ist natürlich schon die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt Inka ihr noch, um wieder zu kommen und nochmal zu zeigen. Das ist die Frage. Und das hängt natürlich auch von der Serena ab. A, wie fit bleibt sie? Und B, was sind die Leistungen im Verein?
Oder wenn sie zurückkommt und vom ersten Tag an back performt in Anderlecht, Match für Match, ich denke, die Match werden angeschaut von der Inka, vom Gonzo. So what? Es ist jedes Mal verletzt, nehmen sie ihr, wenn sie top ist, soll sie in der Nazi zeigen, was sie kann. Wenn sie zurückkommt und vielleicht lang braucht, um wieder reinkommen, vielleicht den Standplatz verliert wegen der Verletzungen, dann wird das ein Problem, ein grosses Problem für sie. Und der Entscheid wird wahrscheinlich dagegen sie gefällt werden. Keine Ahnung, wie gross die Verletzung ist. Aber wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht machen wir es da etwas grösser, als es wirklich ist. Aber schlussendlich, wenn du einen Plan hast, wenn du eine Elf suchst, eine Startelf suchst, ist selbstverständlich auch Fitness ist im Sinne von nicht verletzt sein, frisch sein, mental auf der Höhe sein, aber auch eben, physisch, ist ein Schlüsselkriterium. Ja. Auf dem Papier wäre sie aber wahrscheinlich die Erbin, oder? 11 Jahre dabei, 30, 7-mal Schweizer Meisterin geworden, also 5-mal, 6-mal, ich kann es gar nicht sagen, wie viel Mal. Ist jetzt im Ausland, hat schon 10 Länderspiele. Wenn du sie anschaust als Goalie, was sind die Stärken, Schwächen, was wird für sie sprechen, wo muss sie jetzt noch schauen, dass sie eben 2,25 Karte Nummer 1 von der Schweiz sind? Also, sie ist sicher die erfahrenste von denen, die da oben sind. Und das hilft. Wie gesagt, sie kennt den Nazi-Rhythmus, Staff, Players, alles drumherum kennt sie in- und auswendig. Von dem her, für sie ist es in dem Sinne jetzt nicht eine riesen Veränderung. Okay, jetzt ist gar nicht mehr, es sind halt andere da. Okay. Also ich denke, das spricht sicher für sie. Von ihren Schwächen reden. Ich denke, sie ist halt noch aus dieser Generation, die wir am Anfang des Gesprächs hatten, wo, ich glaube, bis 17 war sie zu Hause sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da fehlen halt einfach wieder 4 Ausbildungsjahre. Oder? Und aber wenn sie es extrem wettgemacht hat, ihren ersten Jahr in Zürich. Unglaublich, sie hat viel Riesenentwicklung gemacht und sie macht ja auch heute noch, weil es entwickelt sich ja weiter, unser Goalie-Spiel, wie wir ja gesagt haben. Oder? Nichtsdestotrotz ist sie sicher von der Motorik her, von gewissen technischen Sachen her, nicht so fein wie jetzt andere, wo sie wahrscheinlich konkurrieren tut. Sie ist für mich eine auch von diesen Generalisten, die auch alles hat, die sicher auch mal einen Big Save hat im Duell. Ähnlich ein bisschen, in vielen vielleicht sogar wie eine Laura. Mhm. Die Frage ist halt wirklich international, kann sie fit sein, kann sie konstant sein? Hat sie Standing innerhalb der Mannschaft, dass sie eins ist? Das ist natürlich auch nicht so einfach, nach vielen Jahren Nummer 2 sein. Tut dich die Mannschaft dann akzeptieren als Nummer 1? Kannst du den Einfluss haben auf die Vorderleute? Kannst du sie zusammenhaben? Aber von das muss sie im Zusammenzug sein, um das können, zeigen. Ich denke, das ist vielleicht noch so ein bisschen die Frage an Bieren. Sicherlich wichtig, weil wenn sie jetzt, schlimmste Fall, und wir hoffen es nicht, Oktober ausfällt, November ausfällt, dann ist sie dann 3 Monate lang nicht rum gewesen und dann ist es sehr schwierig, die Pole Position mitzubestreiten, oder? Ich denke es auch. Ich denke, es ist wichtig, dass sie schnell zurückkommt, im Verein schnell Leistungen bringen kann, auf Top-Niveau. Weil ihre Konkurrentinnen werden das machen in dieser Zeit. Gehe ich davon aus. Und darum ist das sehr, sehr wichtig. Ja, sobald sie sich Winter rein schleppt, und das ist die Vorbereitung nicht ideal, dann denke ich, wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, vielleicht auch denken, bis haben die Nations League, auch wenn die Inka Gringsen sagt, sie baut auf, bis dann haben wir eine klare Idee, die sich herauskristallisiert. Die dritte im Bund, wo du noch etwas zaghafter warst, ich persönlich hätte im Fall, bin davon ausgegangen, dass ich gespielt habe gegen Italien. Ich gehe davon aus, dass ich gegen Spanien wird spielen wahrscheinlich. Ist Elvira Herzog. Ich habe das Gefühl, Elvira Herzog hat einen Weg gemacht, hat anderthalb
unglaublich gute Jahre jetzt bei Red Bull. Ist Cup-Siegerin geworden. Tinka Grings hat eine Liebe für die Bundesliga, schaut genau drauf. Und Elvira ist noch lauter als Gail Thalmann. Ist ein lauter Goalie, ein präsenter Goalie, gross gewachsen, haben wir ja auch darüber geredet. Gut mit den Füßen. Wie siehst du Elvira? Wir haben schon darüber geredet, aber wie siehst du sie auch wieder, wie du die anderen zwei angeschaut hast? Ich habe das Gefühl, Elvira könnte genauso gut die Nummer 1 sein am Ende dieses Prozesses. Ja, absolut. Ich denke, ich habe es cool gefunden, den Auftritt, dass sie auch hersteht und sagt, du, jetzt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und jetzt will ich eigentlich das Eis sein. Ich finde das cool. Du musst dann einfach liefern. Das ist... Und wenn sie das kann, wenn sie... Darum, ich sage, wenn sie im Training jetzt das bereits gemacht hat und ein Statement hinterlassen hat mit ihrem Auftritt, dann würde ich es richtig finden, dass sie gegen Spanien eine Chance bekommt, um auf dem Niveau zu zeigen, hey, da kann ich dann mehr als bestehen. Dann kann das in eine total positive Spirale gehen, genau. Sie hat Herausforderungen gehabt mit hohen Bällen, trotz Grösse. In ein paar Matchen, die ich gesehen habe, unter anderem Belgien. Das ist jetzt schon ein Zeitchen her. Wenn da eine Entwicklung stattgefunden hat, wenn sie ihre Grösse ausspielen kann im Spiel, gerade wenn du so eine Postur hast, würde ich sie ermutigen, noch mehr zu kommen. Weil wenn sie ruft und kommt, dann geht jeder freiwillig auf die Seite, weil dann nicht willst du drunter kommen. Und dann kommst du auch einen Ball her, wo vielleicht 50-50 sind. Und dann kann das ein Teil des Profils werden, der der Mannschaft extrem helfen kann. Oder? Das habe ich gesagt. Vielleicht ist es wichtig, dass wir jemanden haben, der die Fünferbeherrschung, die Strafraumbeherrschung mit der Grösse, in allem Präsenz bringen kann. Vielleicht kann der Schwäche zu einer Stärke werden. Ich kann es nicht beurteilen, zu weit weg. Sie soll wirklich auf dem höchsten Niveau Gas geben, abrufen, in den Trainings, in der Nazi, vor allem im Verein. Sie soll die Chance bekommen. Ich glaube, jetzt haben wir noch genug Zeit, um sie nochmal, wenn man den Plan hat, okay, es ist ein Dreikampf, es ist nicht ein Zweikampf, dann sollen sie die Chance bekommen und da hoffe ich für sie liefern und allen zeigen, dass sie es eben kann, dass es das andere Umfeld gewesen sind, was es zum Teil gegeben hat. Man darf nicht vergessen, es hat auch ganz viele gute Match und Aktionen gegeben, international. Und dann wird es recht spannend, ja. Ein Top-Match gegen Spanien, ein paar coole Saves, ein enges Resultat. Und dann auf einmal bist du auf dem Zettel ganz nah. Gewisse Leute sind jetzt sicher traurig, dass du das Bild hast von diesen drei Spielerinnen, die auch natürlich die immer dabei sind, die Pole Position haben. Viele Leute haben wahrscheinlich gehofft, du sagst jetzt, nein, sicher nicht. Die Laura ist Nummer 1 von der Nazi. Er hat sie ja gestern auf dem Rücken gehabt, sag ich's. Aber du bist nicht realistisch, dass die Laura jetzt als Vierte im Bund eine Chance bekommt. Mit ihrem Alter, sie ist älter als die zwei, die jetzt mit ihr im Aufgebot sind. Vielleicht auch kann der Inka Grings etwas anderes zeigen. Eine gewisse andere Ruhe, eine gewisse andere Selbstverständlichkeit mitbringt. Vielleicht auch, weil sie einen anderen Job hat, weil das gar nicht so ihr Fokus ist. Wo vielleicht auch der Inka Grings könnte gefallen vom Typ her. Die Laura ist nicht ganz so laut wie die Elvira, aber ist auch nicht so leislich wie die Livia. Ganz ein anderer Aspekt, den die Laura mitbringt, ist der Fuß. Die Laura sicherlich kann genaue Bälle spielen, kann Distanzen weglegen mit dem Fuß, wo gewisse nicht immer können, obwohl Elvira und Livia dort auch sehr gut sind. Wo sind die Chancen für die Laura, sich zu integrieren und wie fest ist es ein Sieg, wenn sie alleine nur schon an eine EM darf fahren? Nein, ich glaube, bei ihr ist es so, dass sie am wenigsten Druck hat vor allem. Genau. Also sie kann unbeschwert dort rein geniessen, Gas geben. Weil ich glaube, ja, vor einem guten Jahr haben wir miteinander diskutiert, kann ich bestehen in der Super League? Und ich bin überzeugt davon, und sie können bestehen in der Super League. Jetzt ist die Frage, können wir in der Super League vielleicht ein bisschen den Stempel aufdrücken? Ist teilweise gelungen. Ist
ein Prozess. Ist jetzt in Dunst gekommen von der Nationalmannschaft, was super ist. Und jetzt, wenn du dort bist, wieso nicht Vollgas geben? Und wenn die Laura sich wohlfühlt, Erfolgserlebnis hat, dann ist sie ein sehr spannender Goalie. Und 27 würde ich jetzt nicht überbewerten, wenn man sieht, dass Gaga bis wie viel? 37 gar nicht, ja. Gespielt hat. Dann hat sie noch 10 Jahre vor sich. Also wahrscheinlich nicht, aber da ist jetzt nicht mit 27 Karriere fertig. Aber ich glaube, sie ist jetzt in einer Phase der Karriere, wo jetzt sie braucht jetzt nicht Nazi, um den Alltag zu bewältigen. Sie ist nicht Profi. Sie braucht nicht das nächste Angebot, das vielleicht von einem grösseren Verein kommt, sondern sie macht es für sich, versucht sicher zu unterstützen, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, bin ich überzeugt vom Team. Aber sie braucht, meine Erfahrung, meistens ein Zeit zum Ankommen. Und wenn sie dann angekommen ist, dann tut sie doch den einen oder anderen Wow-Effekt liefern. Und es kommt darauf an, wie schnell das der Prozess geht, wie die Leistungen im Verein sind, wiederum. Mhm. Sie muss, wir haben jetzt schon viele Goal bekommen zu Luzern jetzt. Leider, ja. Und jetzt haben wir Gegner, die sicher näher, oder wo, ja, wo wir wollen punkten, wo wir wollen punkten. Und da brauchen wir einen Top-Goalie, damit das dann auch passiert. Und das muss sie jetzt zeigen, wenn sie dann zurückkommt von der Nazi. Auch sie fit bleiben. Definitiv, ist halt schon auch ein Thema. Und ja, ich bin nicht der Meinung, sie muss zufrieden sein, dabei sein. Ich finde das schlecht. Mhm. Und das macht sie auch nicht. Bin ich überzeugt, so wie ich sie kenne. Aber sie ist jetzt sicher die, wo ein bisschen der Quereinsteiger ist von dieser Truppe. Und soll auch Gas geben. Ich sage, ihre grosse Chance ist ja die Konstanz, die wir angesprochen haben, die sie mitbringt, in eine andere Richtung. Vielleicht auch beruflich-private Konstanz, oder? Wo ein bisschen mehr Ruhe ausschaut. Und vielleicht auch eine gewisse Distanz zum bestehenden Team. Wir wissen, dass es brodelt. Das ist kein Geheimnis. Sie sind keine Geringe und ihr Standing im Team, so wie ich höre, nicht das Beste. Und wenn du dann jemanden hast, der nicht vorgenommen ist in diesem Bereich, könnte das auch für einen Trainer eine Chance sein, gerade für einen Match, wo kritisch könnte sein gegen ein Spanien, gegen ein Schweden oder so. Könnte dann vielleicht besser sein, einen ruhigen Goalie, jemanden, der gar nichts mit dem zu tun hat, eine Chance zu bieten. Klar ist das nicht die Idee, dass das langfristig Trollen ist. Ich sage nur, jetzt im Moment könnte das auch etwas sein, was Inka Grings schätzt. Ich weiß nicht, ob du da fast ein bisschen weit gehst mit der Interpretation. Wahrscheinlich, ja. Das ist mein Job. Für das habe ich dich als Experte. Ja, nein, ich finde, es spricht für den Staff, dass sie den Mut hatten, einen Goalie aufzubieten, der vor eineinhalb Jahren definitiv im Verband niemand auf der Liste hatte. Als Quereinsteiger, ich sage jetzt mal, in die Super League gekommen ist und dort spielt. Ja, es ist ein bisschen Mut, so jemanden mal reinzunehmen, eine Chance zu geben. Kann einem Team einen neuen Impuls geben? Ist ein neues Gesicht, ist eine neue Persönlichkeit, die reinkommt. Das kann wirken. Ich bin überzeugt, dass das in der Trainingsgruppe sehr gut funktioniert, wo sie jetzt da zu dritten sind mit dem Gonzo. Bin ich überzeugt, dass das funktioniert. Ich glaube jetzt nicht, dass man da zu viel innen interpretieren muss. Ich bin auch wahrscheinlich jetzt auch damit zu tun, sie mal genauer sehen, mal genau kennenlernen, eine Woche bei sich haben, Training für Training. Es gibt auch die Sportler, die Wettkampfsportler sind und unter der Woche eher nichts zeigen. Darum macht es schon Sinn, gewisse auch mal wirklich eine Woche bei sich zu haben und kennenzulernen. Und wenn dann die Laura ins Profil passt von Inka, dann habe ich mehr als Freude, wenn die Laura das jetzt nicht das einzige Aufgebot ist, sondern noch mehrere kommen. Und ich bin auch überzeugt, wenn sie ihn rührst, sie hat im Leben schon viel erlebt, viel Lebenserfahrung, eben neben dem Fußball, im Fußball. Ich habe jetzt da nicht Zweifel,
dass sie dem nicht bestochen. Woran kann Laura als Goalie noch arbeiten, wie die anderen, die du gesagt hast, im Kurzdurchgang, Schnelldurchgang, um nochmal ein grösseres Asset werden für die Nazi? Ich glaube, auch da sind es viele Kleinigkeiten. Wir haben, ich kenne Laura sehr, sehr gut natürlich. Da sind es auch Themen, ich sage jetzt auch in der Strafraumbeherrschung, haben wir noch Raum. Entscheid trifft sie immer bessere, da habe ich Freude, da gibt es jetzt eine Entwicklung von der Position, wenn ins Duell, wenn tief, wenn stehen bleiben. Da macht sie eine coole Entwicklung. Auch mit dem Fuß bleibt sie dran. Gerade hinten, Beidfüßigkeit, sie ist Linksfuß. Der Rechte wird immer stärker. Auch da muss sie dranbleiben. Es gibt auch ganz viel zu tun an ihr. Ist halt wirklich auch so, die ganze Belastungssteuerung mit dem Job. Jetzt hat sie, ich weiß nicht, ob sie die Woche frei bekommen oder ob das Ferien gewesen sind, die sie müssen. Ich denke, das sind all die Themen, wo sie jetzt die Gau muss anpassen. Und dann aber auch sie konstant Leistung bringen, eben konstant das Maximum rausholen. Es sind sicher viele Themen, Bälle tiefe, wo wir sicher auch letztes Jahr noch haben müssen, einen Fokus machen, wo der Entscheid nicht immer ideal war, kommen bleiben. Wo sie jetzt aber auch eine Entwicklung gemacht hat. Das würde ich auch bei der Serena Friedli, bei der Livia Peng und bei der Elvira Herzog dazu nehmen. Bälle tief ist, glaube ich, eine Dynamik, die bei allen noch ein bisschen hapert. Oder? Ist auch schwierig. Also Flanken und Bälle tief ist aus meiner Sicht etwas vom Schwierigsten. Vor allem natürlich, weil die Bälle immer besser gespielt werden, weil es immer schneller geht. Das ist grundsätzlich aus meiner Sicht noch ein bisschen eine Baustelle, die wir im Frauenfußball haben. Ja. Aber ist okay, nehmen wir sie an und machen den Schritt. Gestern auch, wo es der Offside war, Gott sei Dank, ist auch eine Position von der Livia wahrscheinlich nicht ganz optimal gewesen. Sie ist nicht draussen, sie ist nicht drin, sie steht auch so zwischendrin. Ist Offside gewesen, nichts passiert. Ja, das sind Aufgaben, die man muss angehen muss. Und ich glaube, da haben alle neue Herausforderungen. Aber das ist eine Sache vom Training, von der Spielpraxis und von der Detailarbeit mit den Trainern im Verein. Vor allem. Da kann der Gonzo in einer Woche nicht, weiss ich, was für Wunder machen. Oder eben auch, wenn Verbandstrainer mit, idealerweise mit dem Goalie-Trainer im Verein und der Goalies das im Detail anschauen. Jetzt haben wir noch B-Nazi, du 23 Nazi, der eingerückt ist. Halbzeit für Isabel Rutishauser und Halbzeit für Noemi Benz. Livio, dein Schützling, kann man schon fast sagen, hat die B-Nazi trainiert, hat die Spieler nachgeschaut. Wir gehen davon aus, weil sie auch schon im Aufgebot ist vom A-Nazi, obwohl Isabel Rutishauser einfach auch mittrainiert hat, nie im offiziellen Aufgebot ist, dass Noemi Benz so ein bisschen 5 ist. Zusammen mit der Laura, vielleicht das 4 in dem Kreis. Wie siehst du ihre Chance und wie siehst du sie als Goalie? Ja, ich habe das Gefühl, sie muss noch ein bisschen Geduld haben. Es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen sehr schnell gegangen. Schon sogar in den Kreis der A-Nazis gekommen. Tolle Entwicklung grundsätzlich. Hat interessante Anlagen. Gewisse Explosivität in den Aktionen. Denke ich, da kann sie noch etwas rausholen, athletisch auch. Ich, again, wieder Aussenbetrachtung. Von was ich gesehen habe. Ich habe sie auch mal beobachtet, ob sie allenfalls ein Thema hat können sie für Luzern, wo sie in U21 bei Zürich gespielt hat. Hat wirklich ganz, ganz viele interessante Sachen. Ich finde auch den Weg gut über Aarau. Das zweite Jahr bei Aarau wäre wahrscheinlich auch okay gewesen, einfach um noch mehr Erfahrung zu haben. Das erste Jahr ist immer ein Ankommen. Und im zweiten Jahr weiss ich dann wirklich vielleicht die Teamleaderin, vielleicht Captain gewesen bei Aarau, ich sage jetzt etwas. Wäre eben auch mal ein cooler Entwicklungsschritt gewesen. Bei Zürich hat sie den Vorteil, jetzt international zu spielen. Und um einen Titel, oder um den Titel zu spielen. Was auch wichtig ist, ist auch eine Erfahrung. Ja, Match für Match müssen liefern. Es mag kein Ausrutscher leiden, wenn du beim FC Zürich spielst. Da zählt, ist jeder Spiel ist fast, ein, wo du auf Sieg spielst. Du musst als Goalie auch aushalten, den Druck aushalten.
Aber ich glaube, sie ist wahrscheinlich ein heißes Eisen für nach der EM, würde ich sagen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht tue ich sie da ein bisschen unterschätzen, aber ich würde jetzt sie nicht auch dem Druck aussetzen, neu in der Nazi jetzt auf eine EM müssen, hergepusht zu werden. Ich wünschte mir, dass sie jetzt bei Zürich nötigen Schritt macht, auch dort wächst. Dann kommt in dem Moment, gehe ich ins Ausland oder gehe ich nicht ins Ausland. Den Moment gut wählen, den Verein gut wählen, etablieren. Ich glaube, das sind die nächsten Schritte, die bei ihr irgendwann vielleicht im Raum stehen. Und ich würde jetzt ihr empfehlen, wirklich dort die Hausaufgaben wirklich gut zu machen. Und das andere kommt dann automatisch. Du hast jetzt etwas angesprochen, ich möchte nur schnell hier eine Klammer aufmachen. Zu früh Druck aufsetzen. Wir reden jetzt von dieser Heim-EM und man führt lauter 15, 16, 17-Jährigen auf, von ja, in zwei Jahren. Ist das nicht ein bisschen zu früh? Sollten wir nicht vielleicht schauen, dass wir in dieser Heim-EM halt auch Leute haben, die gestanden sind, also wo man auch nicht verbrennt zum Teil. Wegen dem finde ich auch die Idee von einer U23-Nazi so interessant, weil bei uns ist immer gerade nach der U19 sollen sie gerade liefern mit den Grossen. Und das gerade im Fall von einem Goal ist das schwierig, oder? Also für mich ist es auch kein Weltuntergang, wenn man eine Spielerin ein Jahr lang kein Aufgebot hat. Oder? Also das heisst ja nicht, dass man von der U19 direkt in die A-Nazi muss. Mal einfach von wegen U23. Ich finde es auch interessant. Man hat die Chance, noch mehr Spielerinnen zu sehen. Homogene Gruppe. Das ist auch ein bisschen eine Investition vom Verband in die Mannschaft. Das Geld ist nicht, weiß ich wie, übermässig vorhanden. Also es ist eine bewusste Investition. Also soll man es auch so nutzen. Ob jetzt das zu früh ist für die zwei, die du genannt hast, kann ich nicht beurteilen. Es sind grosse Talente, haben in der Super League schon ganz, ganz viele interessante Momente gehabt, die man gesehen hat. Ich glaube auch, da kommt es darauf an, wie die Inka die Dynamik in die Gruppe bringen will. Gestern hat sie jetzt eher noch auf die Arrivierten gesetzt. Vielleicht auch, um den Jungen zu zeigen, hey, es muss in den Trainings noch mehr kommen, nur dabei sein länger nicht, wenn er spielen will. Vielleicht ist es auch ein Herrenführen von diesen Jungen eben an Dunst. Ich bringe es jetzt halt wieder. Da ist viel mehr Staff rum, da ist noch viel mehr Professionalität rum, vielleicht, als sie im Verein gesehen oder gesehen haben, oder in den Junioren gesehen haben, in den Junioren-Nazi gesehen haben. Das Naserlebnis, das man geben kann, das ist gut. Wichtig ist, glaube ich, ist der Dialog mit ihnen. Wichtig ist, dass man sie richtig betreut, dass man die Situation auch richtig ihnen helfen, einschätzen. Es ist natürlich auch so, dass das Umfeld von denen natürlich auch auf sie einprasselt jetzt, im Instagram-Zeitalter und so weiter, wo natürlich unglaublich viel in Bewegung ist, auch von diesen jungen Menschen. Da ist mir schon wichtig, dass sie gut betreut sind. Ich sage, dass man Burnout-Geschichten kann verhindern kann, dass man aber auch dass der Spass am Fußball nicht verloren geht. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Es sind mega der Plauschen an dem, was sie machen. Weil dann bist du auf dem höchsten Leistungsniveau. Und aber vom Talent her glaube ich schon, dass sie zwei sind, wo es nicht mehr lang wird gehen, dass sie einmal in einer Startformation von unserer A-Nazi werden sein. Der richtige Gegner, der richtige Moment, der wird hoffentlich gut gewählt. Und eben wie auch gesagt, richtig betreut, wenn es dann nicht so ist. Oder wenn es dann so ist, dass sie sicher dann noch ein bisschen Welpenschutz haben, ein Stück weit. Im Sinne von der Zukunft. Ob es das auf die EM muss länger bereits oder noch schneller. Oder ob man sagt, man tut sie jetzt herführen, die sollen die EM erleben können als Ergänzungsspielerinnen. Und danach dann setzen wir wirklich auf sie als Zugpferd. Das kann auch ein Weg sein. Genau. Zurück zu der Goalie-Frage. Wir haben jetzt 5 Spielerinnen genannt. Wie wichtig ist auch, dass wir sagen, das ist auch der Kreis, den wir halten für die 2 Jahre. Es kommen dann auch noch viele Freundschaftsspiele. Oder ganz 2004
24 hoffentlich. Hoffentlich müssen wir nicht absteigen oder Abstiegsbarrage machen. Gell? Das, das wäre immer ein bisschen schade. Wenn es so ist, dann kommen ein Jahr lang nur Freundschaftsspiele, anderthalb Jahre lang. Das ist die Versuchung manchmal gross, das Kader zu erweitern und so weiter. Wie wichtig ist es, dass wir dann ein klares sagen, es sind etwa die 5 Goalies, die wir uns anschauen, für Fall das eine oder zwei, wenn die ein, zwei verletzt sind, dass du dann die auch richtig parat hast? Oder kann man unten rum, im Picket rum, im vierten Goalie, kann man dort immer beliebig erweitern? Wie siehst du das? Ich glaube, im Moment sind wir bei 6 Goalies sogar, oder? Mit diesen 2 U23, diesen 3 Aufboten ja, plus der Reina. Bei allem Respekt vor Isabel Rutishauser, ich glaube, es lange knapp nicht. Aber das ist meine Meinung, die gar nichts mit dem muss heissen. Okay, ich sage, ich habe jetzt einfach du 23 nein, stimmt, und Dana. Du hast recht. Oder? Und sie hat ja auch Aufgebot gehabt in der Vergangenheit. Natürlich, genau. Oder? Eigentlich stimmt es. Oder auf Bicke. Ich sehe einfach so, dort fällt es noch ein bisschen. Aber und, nein, du hast recht, wir sind bei 6. Ja. Und mit 6 jetzt weiterfahren macht für mich nicht viel Sinn. Ja, man kann die anschauen. Das ist gut. Ich bin der Meinung, man muss relativ zügig auf 4 runter. Sprich, die 3, die aufgeboten sind und die auf Picke. Und dass man da eine Konstanz hat. Das auch, ich finde es auch für die Mannschaft wichtig oder auch für einen Staff, dass man sagt, ja, das sind die 4, die ich weiterbringen muss. Es ist extrem schwierig für einen Nazi-Trainer, 6 Goalies irgendwie weiterzubringen. Du hast gar nicht die Möglichkeiten, auch vom nur schon Beobachtungsaufwand, vom Coaching, Betreuungsaufwand. Ich bin der Meinung, wir müssen relativ gleich solche Top 4 beieinander haben. Es wird sich wahrscheinlich auch einspielen, dass die ersten 3 dann einmal gesetzt sind, wenn alle fit sind. Ich habe das Gefühl, das wird relativ gleich passieren. Und dann tust du mal mit denen die nächsten 2 Jahre so vorbereiten. Ich glaube auch nicht, dass jetzt von irgendwoher noch eine Überraschungsfrau auftaucht, die jetzt nicht in diesen 6 ist. Und noch dazu gehören können. Habe ich jetzt im Moment, weiss ich, gesehen, ich kenne. Aber dann die Frage ist, welche spielt. Oder? Und da hast du noch ein bisschen mehr Zeit. Den Entscheid musst du jetzt noch nicht fällen. Aber auch dort, wahrscheinlich musst du ein Jahr vor dem Turnier, musst du vielleicht mal dich bekennen. Und sagen, ja, das ist jetzt die. Und jetzt tun wir die Mannschaft mit der so auf das Turnier vorbereiten, dass wir dann die Euphorie auslösen können. Ist das die Distanz, wo du sagst, Juli 2024 sollte man sagen, das ist unsere Nummer 1 und die macht dann auch ein Jahr lang Match. Oder wie lange muss ein Vorlauf sein Nummer 1? Es hilft halt schon, wenn ein Goalie Vertrauen gespürt von der Trainerin und weiss, ich bin, wenn ich normal performe, wenn ich meine Leistung bringe im Verein, in der Nazi, wenn ich fit bin, dann bin ich das 1. Das hilft der Mannschaft als Orientierung, das hilft der Goalies. Es hilft eigentlich auch den anderen Goalies, sich zu orientieren. Sie wissen, ich rücke ein, ich bin Challenger, ich gebe das Beste, ich bin aber auch unterstützend, ich tue mich in den Dienst der Mannschaft. Es hilft, wenn 3 einrücken und alle hoffen und schauen einander an, dann ist das natürlich eine relativ hohe Spannung. Wir haben das auch bei den Männernazi gesehen, letzte WM, oder? Wo natürlich das recht gut dokumentiert worden ist, auch vom SRF. Das ist nicht immer nur einfach. Und darum habe ich schon das Gefühl, ob es das 12 Monate ist, oder ob es 9 Monate ist, oder ob es 6 Monate ist, das kommt darauf an, wahrscheinlich, wie eng das Rennen ist. Und was in anderen Vorbereitungsplan vom Staff und der Verantwortlichen auf das Turnier passt. Aber ich habe schon das Gefühl, es wird irgendwo in die Richtung wird's gehen. Wenn's, je klarer dass es ist, je früher wird der Entscheid sein. Wenn es eng ist, wenn es Verletzungen gibt oder sonst, vor allem beim Nummer 1, wo du das Gefühl hast, könnte es 1 sein, Probleme auftauchen, dann tust du den Moment sicher rauszögern. Wenn alles rund läuft, dann denke ich, wird es schon in die Richtung gehen. Interessante Nebengedanken. Der Cheftrainer von Portugal war Goalie-Trainer zuerst. Von der Nazi, von den Frauen. Und der hat bekannterweise keine Nummer 1. Der seit 3-4 Jahren, 2-3 Jahren mindestens, setzt er je nach Match auf die, die das Gefühl hat, die am besten ist. Extrem frustrierend für Dines Pereira, der zum Beispiel den WM2-Match bekommt und dann den dritten nicht mehr. Aber auch extrem frustrierend für Patricia Moraes, die jetzt
Gestern wieder gespielt hat gegen Frankreich, aber dann wieder ein halbes Jahr nicht gespielt. Und für die dritte und vierte Goal ist es noch blöder. Habe ich das Gefühl, manchmal, wie schaust du so ein Konstrukt an, ohne Portugal zu können? Wäre es der Schweiz denkbar, dass Tinka Gring gesagt hat, ich setze einen Goalie für verschiedene Sachen ein? Denkbar ist alles. Portugal beweist es. Man sieht das ja auch in den Vereinen, Nationalmannschaft, Vereine. Haben wir jetzt auch eine Vergangenheit, wo wir eher viel gewechselt haben. Weil die Unterschiede der Goalies nicht so gross waren. Ja, dann haben das Duell gehabt, so nichts. Wir haben das Duell gehabt. Ist nicht immer förderlich, weil bei jedem Match bist du unter Druck. Du weißt, wenn ich jetzt nicht performe, sitze ich wieder auf der Bank. Tut halt schon, musst mit dem können umgehen. Auch da in der Kommunikation ist sehr wichtig, wie du es verkaufen. Wichtig ist Transparenz, vielleicht mit Beten sogar gleichzeitig zu reden, dass wirklich versteht, das ist die Überlegung dahinter. Das sind so Sachen, um so etwas möglich zu machen. Ich habe das Gefühl, für einen Schweizer Nazi wäre es besser, wenn wir ein Nummer 1 haben, wo wir Ordnung haben, sage ich jetzt mal. Wir brauchen eine stabile Defensive, die eingespielt ist. Das hat uns im letzten Turnier geholfen, um ins Achtelfinale zu kommen. Gerade weil wir wahrscheinlich nicht eine Offensive haben, wo wir pro Match 4-5 Kerren schiessen. Darum habe ich schon das Gefühl, dass das wird helfen an den Verteidiger, wenn sie wissen, wer hinten dran ist. Und bei langen Bällen ticken sie so, und bei Flanken ticken sie so, und bei der Spielauslösung ticken sie so. Ich denke, das hilft. Ich glaube, das wäre für die Schweiz wahrscheinlich der bessere Weg. Aber das ist wirklich, es wird sich jetzt zeigen, wie sich die Konstellation weiterentwickelt. Aber insgesamt denkst du, die Schweiz ist gut ausgerüstet mit diesen 4-5 Spielerinnen auf dieser Position? Wir haben keinen Übergoalie. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jemanden haben mit Weltklasseformat. Noch nicht. Oder im Moment nicht. Wir haben aber eine solide Breite, denke ich, die man jetzt in verschiedenen Profilen auswählen kann. Wir haben Goalies, die international spielen, wir haben Goalies, die national spielen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir dort die grösste Baustelle haben, um vielleicht international mit der Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, wir sind dort nicht so weit weg von der Weltspitze. Auf dieser Position, auch mit den Kandidatinnen, die wir jetzt haben. Aber wiederum, wenn sie am Tag X Leistung bringen, wo sie können, wenn sie das machen, dann denke ich, sind wir solid aufgestellt. Das Profil grundsätzlich ist solid. Ich habe die Hoffnung, dass wir auch mit künftigen Generationen oder mit der Weiterentwicklung von denen, die wir jetzt haben, die Lücke zu der Weltspitze noch ein bisschen mehr schliessen können. Bei den Männern sind wir so weit, dass wir sogar Weltspitze sind und sich andere an uns orientieren. Das ist schön. Und da sind wir noch ziemlich weg, würde ich sagen. Im Moment schauen wir noch zu anderen Nationen. Aber das ist die Entwicklung, die wir jetzt machen. Und ich habe schon das Gefühl, der Gonzo mit den Goalies, die wir haben, da werden wir konkurrenzfähige Goalies haben für die EM25. Wir runden jetzt das ab. Ich glaube auch, wir haben 5 gute Goalies, 6 gute Goalies im Rennen. Deine Empfehlung wäre, schnell mal 4 haben und dann schnell mal die Nummer 1 zu finden, so wie ich das verstanden habe. Profiltechnisch und so weiter hat Dominik uns extrem viel erklärt, extrem viel erzählt. Bevor wir aber fertig machen, werde ich mit dir noch ein Spassexperiment machen, weil du hast gesagt, gäbe es Überraschungsgoalies, wüsstest du jetzt keiner, der kommt. Ich wüsste 2 Überraschungsgoalies, die wir nicht auf dem Radar haben, die aber das Thema werden könnten, und zwar Lourdes Romero und Celina Wölfle, beide haben entschieden, sich nicht für die Schweiz zu spielen, könnten aber theoretisch, weil sie den Schweizer Pass haben. Die 2 plus Natascha Honecker, die sich gegen die Schweiz entschieden hat, wenn wir die 3 Goalies anschauen, gäbe es ein Universum, wo die drei wären, die würden um die Position der Schweizer Nazi die Nummer 1 spielen, oder?
oder wäre keine von ihnen jetzt in dem Kreis? Wenn alle drei fit wären zum Moment und würden spielen. Für die M25? Ja. Gerade Natascha. Ja, also drei völlig unterschiedliche Goalies für mich. Mhm. Nata, die ich natürlich auch von Luzern her relativ gut kenne, hat jetzt ihren Weg gemacht, wo sicher ein bisschen auch weg ist vom Schweizer Weg. Wir haben andere Schwerpunkte, jetzt auch in einem Training. Südamerika-Meisterin wurde mit Brasilien. Ja, sie geht eher diesen Weg. Ich habe das Gefühl, in der brasilianischen Nazi ist sie wahrscheinlich besser daheim als in der Schweizer Nazi. Mhm. So müsste ich es vielleicht so sagen. Bei der Lourdes, sie ist wahrscheinlich am nächsten dran von diesen drei. Ihre Baustelle aus meiner Sicht ist halt, dass einfach so pro Match ein Schnitzer drin ist. Mhm, wo, wie schwierig zu erklären ist, weil sie ist eine überragende Fußballerin, mit Ball am Fuß überragend. Vielleicht etwas vom Besten in der Liga oder wo man von allen vielleicht sogar die Beste. Und trotzdem hat es der ein oder andere Abspielfehler drin. Ich glaube, das ist wirklich, wenn sie das herkriegt, dann wird sie wahrscheinlich auch der Noemi Benz das Leben schwierig machen beim FCZ. Und dort wird sich dann automatisch herauskristallisieren, wer von denen jetzt wieder besser ist. Solange sie nicht an der Noemi vorbeikommt, kann sie auch kein Thema sein für eine Schweizer Nazi. Genau, aber beim DFB sehen wir sie jetzt gerade nicht, oder? Ja, sie ist in Spanien vielleicht. Ja, vor zwei Jahren. Ist sie mal beim DFB. Glenn, wo der Glenn noch genau. 19, dort in dem Rahmen. Aber es war auch ihr einmalig. Ja, es ist aber auch ein sehr starker Jahrgang im DFB. Dort. Also, und auch der wird erwachsen. Ja, genau. Ja. Und alles andere, ich glaube, sogar Polen wäre noch ein Thema, glaube aufgrund von Vorfahren. Und Spanien, aber. Ja. Ich denke, sie soll sich in Zürich durchsetzen. Mal eine Saison lang Eis sein, konstant ihre Leistung bringen und dann wer weiß, ob das jetzt aufs, ich glaube nicht, dass das aufs 25 wird länger. Ja. Und bei der Wölfli, ganz eine interessante Torfrau, aber auch sie braucht noch mehr Zeit. Sie muss jetzt hergeführt werden an die Super League, muss dort ihre Match spielen. Muss dort bestehen, mit Druck können umgehen, Vertrauen finden, glaube auch. Was ein wichtiges Selbstvertrauen, ich glaube, sie tut sich da manchmal ein bisschen unterschätzen selber. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial rum. Ich glaube, da braucht man jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Ich sage jetzt, Frucht soll noch ein bisschen reifen. Für 25 für mich auch kein Thema. Nachher. Abhängig von ihrer Entwicklung. Wäre super interessant gewesen, wenn sie damals, wo sie ja Michel Tschudin den Platz wegnimmt, unter Sebastian Bader nachher mit Dani Gstein, wenn Dani Gstein konstant auf sie setzt, oder? Dann hat sie als 15-, 16-Jährige so viel Superliga-Erfahrung, wäre interessanter geworden, oder? Klar, die Verletzungen sind noch und alles, aber es wäre dann vielleicht auch wichtig gewesen, auf U17 und U19 Stufen weiterhin für die Schweiz zu spielen, wo sie dann halt nochmal einen internationalen Bus bekommen hat, weil wieder aus der Schweiz zum DFB wählen, ohne wählen, um die Nacht zu treten, aber beim DFB, auch bei den Männern, würde ich niemandem das empfehlen, weil der DFB hat halt eine sehr eigene Goalie-Kultur, oder? Ich will das jetzt auch nicht zu fest beurteilen. Ich war da zu weit weg von allen Sachen, die da waren. Ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen, das sind mal DFB Spanien, Schweiz. Für mich ist die Leistung im Verein entscheidend. Und wenn du die bringst, dann kommt der Verband, sieht das und bietet dich auf und dann hast du dort einen Platz. Ist das ein Schaufenster für eine weitere Karriere? Selbstverständlich, ist interessant. Aber das Ziel muss nicht sein, möglichst im Verband sein und möglichst Nazi-Spieler sein. Das Ziel muss sein, im Verein deinen Weg zu gehen, zum Super League-Goalie zu werden. Ja, Laura war Junioren-Nazi.
hat er mit 20 den Sprung nicht können schaffen, sich zu etablieren in der Super League. Hat einen Umweg gemacht und jetzt ist sie wieder da. Aber sie ist jetzt da, weil sie über Leistungen im Verein oder den Vereinen den Weg zurück gemacht hat. Das empfehle ich auch den Jungen. Es ist eine coole Erfahrung, Nazi. Extrem viel Erfahrung. Wertvolle Zusatzausbildungen. Und Erfahrungen auch. Aber der Weg muss im Verein passieren. Und sobald die Karriere zu kompliziert wird und es viele Möglichkeiten und der Fokus ein bisschen überall ist, ist es grundsätzlich halt immer auch ein bisschen gefährlich, dass man den Fokus im Verein verliert. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt bei den Saarreinen der Fall war, ob das bei den Lourdes, bei den Natas Thema war. Ich habe da nicht mich auf den Test rauslassen. Hätte, wenn, ist auch immer einfach, um nachher zu sagen. Man muss auch sagen, Michel Tschudin hat aus meiner Sicht in dieser Phase eine gute Entwicklung gemacht. Mhm. Also es ist nicht einfach so, dass sie Ersatzgoalie geworden ist, oder weil es die Danik das durchgesetzt hat oder wieso genau, auch immer. Genau, nein, nein. Sondern Michel hat dort einfach auch gut performt. Ja, ja. Ich glaube, sie braucht jetzt noch eine Zeit. Ich hoffe, sie setzt sich durch für sie in der Super League. Und dann wird sich zeigen, wo der Weg weitergeht. Das wären jetzt so die drei gewesen, die eben. Was wäre, wenn sie den Schweizer Pass doch wieder annehmen würden? Alle drei hätten noch, alle drei könnten für die Schweiz spielen, haben sich aber anders entschieden. Bis jetzt. Weil, mit Ausnahme von der Natascha könnten die anderen zwei noch. Ich wollte sagen, ich glaube, Natta kann nicht mehr zurück. Natta darf nicht mehr. Ja. Ist auch schon. Südamerika-Meisterin geworden, das reicht schon. Pokal hat sie ja schon, einen internationalen. Junge, hast du das Gespür für junge Goalies? Könntest du ein paar junge Goalies? Für mich vielversprechend. Eine, die du sicher kannst, Lea Kramovicu, aus 17 National-Goalie jetzt, aus 16 letzte Saison. Ich finde sie extrem interessant. Was siehst du für junge Goalies? Das Luzern um. Iris Betschen heisst sie, was? Jill Betschen. Allgemein in der Schweiz, wie blickst du auf die Jugend? Ich will nicht einzelne Namen nennen, weil ich mache ihnen keinen Gefallen, jetzt hier in einem Podcast eine auf der Bühne zu tun. Nein, musst du nicht. Und dann muss sie wieder mit dem können umgehen. Ich habe sie angesprochen, du musst nicht. Wir haben ganz, ganz viel Talent, verschiedene Vereine, auch in Luzern. Wir haben zwei im AZ jetzt auch wieder unten dran, plus Lea. Jill ist bis vor dem Kreuzbandriss in der Nazi fast Nummer 1 gewesen. Mhm. Also die grösste Thematik ist sicher dort, wo kommt. Ich glaube, das ist generell ein Thema, das man bei den Talent mehr thematisiert als auch schon. Ich denke, wichtig ist, so fest, wie man sie auch pushen tut, dass man Goalies als Ganzes anschaut. Es muss ins beruflich-schulische Umfeld passen. Der Körper, der unterschiedliche Entwicklungen macht, muss auf einen Leistungssport vorbereitet werden. Was ganz wichtig ist, mit dem richtigen Tempo. Manchmal sind das zwei Schritte vorwärts und wieder einer rückwärts und wieder einer vorwärts. Bei anderen ist das Thema, sie wollen eine Chance bekommen und das Vertrauen haben. Manchmal ist es ein Seitwärtsschritt. Da ist der Weg so individuell wie eine Sportlerin. Und ich finde, das ist wichtig, dass man den Austausch hat mit dem Verband, mit den Vereinen. Vereine selbstverständlich mit der Spielerin. Dass man nach Lösungen sucht, möglichst viel Spielpraxis, möglichst gute Goalie-Trainings. Lang bei den Jungs sein, hilft. Du kannst ja bis U18 als Goalie. Ja, lange bei den Jungs sie hilft. Also, ich denke, das sind so die Themen, die generell gelten. Und dann, ja, in unseren Junioren-Nationalmannschaften haben wir die eine oder andere. Du hast die bei uns genannt, jetzt Luzern. Ich finde es cool, haben wir unterdessen auch Luzernerinnen beim Verband auf in diesen Aufgebot. Es war lange relativ ruhig dort. Aber da kann noch so viel passieren, ob es dann zum Sprung in die Super League reicht oder nicht, vielleicht ins Ausland reicht oder nicht. Das sind so viele Faktoren, die dem Goalie
noch drei spielen. Von dem her, ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft. Weil die Ausbildung und die Breite wird immer besser. Und darum werden wir künftig bessere, noch bessere Goalies haben in der Super League. Die Weggabelungen werden grösser, sage ich. Ein junger Goalie, ein guter Goalie. Wie schaust du das an, den Unterbau im Moment unter der Super League für die Goalie-Entwicklung? Wenn wir U17 haben, wo ein ganz eigenes Format ist. Ich weiß nicht, ob dort vielleicht besser ist bei der U18 von den Buben zu sein. Dann haben wir die U19, wo ihre Stärken und Schwächen hat. Und dann hast du die Nazi B und die erste Liga. Wo siehst du? Gibt es eine Formel für einen Goalie? Oder ist einfach, was ist wichtig für einen Goalie in dieser Entwicklungsphase, bis es zur Super League gelangt? Wenn ich ein super talentiertes 16-jähriges Mädchen habe, was sind die Wege, die ich gehen kann? Ich sage, der richtige Weg ist, solange wie möglich bei den Buben bleiben, solange du eben auch spielst. Mhm. Und solange du einen Einfluss auf die Mannschaft hast. Also nicht einfach in den Innenstars. Wie die Elvira Herzog zum Beispiel. In den Innenstars, und solange die vorher gut sind, machen sie dir das Ding. Wenn das so ist, aber eine gute Ausbildung zusammen mit Goalie-Training. Es kann sein, dass du bei den Jungs spielst, aber das Goalie-Training in der Frauenabteilung hast. Weil es vielleicht der Verein, den du bei den Jungs spielst, das nicht anbieten kann. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Dann kommt der Weg aus 17, 19. Ich denke, das ist ein wichtiges Jahr für Goalies. Um Erfahrungen zu sammeln, Fehler machen dürfen. Ich will mutige Goalies haben, künftig, noch mutigere. Aber das wirst du eben nur, wenn du auch die Chance bekommst, um das auszuprobieren und das dir zutrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Wege in den Juniorenabteilungen machen. Wenn jeder Trainer oder Trainerin, der da auch zuschaut, ermutigen, dass sie eben Goalies zwingt, bei diesen Steilpässen Tiefe eine aktive Rolle zu spielen, bei den Flanken eine aktive Rolle zu spielen. Dort wollen sie das lernen, damit sie es da oben können. Und dann nach U19 ist die Frage. Zürich hat noch U21, hast du nicht gesagt vorhin. Das stimmt, ja. Was auch noch ein interessanter Weg ist, hast du mehr Zeit, dich vorzubereiten und über eine U21 können ACB spielen. Braucht man eine reine U21-Liga? Weiß ich nicht. Für Goalies wäre es sicher nicht schlecht. Bei den Feldspielerinnen ist es halt schon so, dass die Besten oft den Sprung direkt von der 19 in die Super League machen. Da kann man sagen, was ist der Sinn von einer U21-Liga? Für Goalies ist wichtig, dass sie viel spielen. Und dann kommt der Sprung in die Super League. Und dann, wie machst du das in der Super League? Bist du Ersatzgoalie das erste Jahr und wirst aufgebaut? Kommst du gerade als Nummer 1 in der Super League? Dann musst du liefern. Was ist, wenn jetzt bei den Wölfli der Weg vom Ersatzgoalie zum Super League Stammgoalie nicht klappt? Okay, dann musst du einen Plan B haben. Dann kann über einen anderen Super League führen, dann kann über einen ACB führen. Ich würde nicht tiefer gehen als eine ACB-Frauen. Erste Liga, zweite Liga, finde ich, ist der Unterschied schon spürbar. Nach Möglichkeit. Wir haben jetzt aber 19 Goalies, die eine Doppellizenz haben mit der ersten Liga. Dort eher, denke ich, dort macht es eher Sinn. Und als Zusatzweg. Aber das sind auch wieder verschiedene Modelle. Wichtig spielen, wichtig gefordert sein. Aber ich sage immer, eine Handbreit Wasser noch unter dem Kiel haben, dass du eben auch noch einen Einfluss auf die Mannschaft hast. Und dann dort wachsen. Weil für Goalies ist eben, bei jungen Spielern gibt es für mich eine Devise. Spielen, spielen, spielen. Ist mir egal, ob du bei Bayern München bist oder beim FC Ebersäcken. Zwischen 16 und 22, wenn du nicht spielst, dann wirst du nicht besser. Bei einem Goalie ist es nicht ganz so einfach, weil Spielen ist wichtig, aber du musst auch damit umgehen, wenn du nicht spielst. Oder wegen dem ist es immer so der Karriereweg, also ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wahrscheinlich sogar noch mehr als bei einem Feldspieler, gell? Das Fingerspitzengefühl, das du brauchst. Das Blöde ist, wenn du... Es ist ja nicht linear. Du hast mal einen Bass. Und dann ist es ja nicht so, dass sich der Trainer eine Viertelstunde reinrührt am Schluss, um dich wieder herzuführen. Genau. Sondern du musst, wenn du mal nicht spielst, den Weg wiederfinden über Trainingsleistungen zurück ins Spiel.
Und das ist einfach für einen Goalie extrem schwierig. Vielleicht kommst du mal die Chance über, wenn sich eins verletzt oder wenn es gesperrt, eher selten beim Goalie. Und das ist die Herausforderung, mit dem können umzugehen. Oder du bist eins gewesen und wirst überholt zum Zwei. Wie lange hast du Geduld und bleibst und kämpfst dich zurück, wenn du sagst auch, okay, offensichtlich reicht es nicht. Das sind auch ganz, ganz schwierige Entscheidungen, was noch für einen Goalie schwieriger als für die Feldspieler. Weil du eben dort immer wieder die Chance bekommst für die Teileinsätze. Und da vielleicht auch Appell an mich, an die Medien und aber auch an die Zuschauer, einen Goalie vielleicht nicht so schnell verurteilen. Das passiert eben manchmal, wenn einer den Stammplatz verliert. Also, dass man da vielleicht auch zu fest meint, ja, okay, der reicht nicht mehr. Dabei ist das ein Prozess, oder? Ja, man darf schon Erwartungen haben, dass die performen. Natürlich. Also, mich schießt jeder Goalie-Fehler an. Das ist fast eine persönliche Beleidigung. Ist ja die das Idee, soll, ja. Soll so sein, oder? Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, ja. Sogar innerhalb von einem Match kann es sein, dass du etwas verbockst in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit wirst du zum Held oder zu der Heldin. Also da muss man schon das können ein bisschen einschätzen auch. Und eben, ich komme wieder zurück, idealerweise machen die Fehler in den Nachwuchsabteilungen und nicht in der Super League. Idealerweise hat man dort die Erfahrung, dass man sie eben die Fehlerquoten runterbringt. Und der sich so für Nationalmannschaften und fürs Ausland kann auch qualifizieren durch das. Wenn sie jünger das Super League spielen, je grösser ist dann halt auch das Risiko, dass Fehler passieren, wo man in der Super League nicht mehr wechselt. Das ist so. Und Fehler, das gehört leider zum Goalie da sein. Dominik, merci für mal, dass du dir Zeit genommen hast, um uns über die Position zu reden. Wenn du müsstest sagen, was fehlt noch in der Goalie-Sphäre in der Schweiz? Ist es der Wahnsinn? Ist es ein Fabian Barthez? Ist es fußballerische Leistung? Was brauchen die Goalies insgesamt noch, um in der Schweiz noch mal mehr Biss zu bekommen? Wenn wir von strukturell reden, zuerst vielleicht. Ich wünsche mir mehr Austausch unter Goalie-Trainers, sei das im Verein. Zusammenarbeit Männer, Frauen. Das Profitieren von Know-how, wo man ist. Wirklich der Austausch, damit eben die Goalies möglichst innovative, möglichst fortschrittliche Trainingsbedingungen haben. Quer durch alle Stufen. Das ist ein Wunsch, den ich grundsätzlich habe. Das würde der Schweiz gut tun. Wenn es um Goalie selber geht, ja, nicht in die Topferrolle fallen, wenn es mal nicht läuft, sondern eben den Wahnsinn haben. Und ja, es ist eine brutale Position, wo man sich auch ein bisschen reinbeissen muss. Also, er muss behaupten, auch wenn es mal nicht läuft, muss man herstehen und sagen, nein, ich bin immer noch eins und ich tue immer noch da mein Kasten super halten. Und das wünsche ich mir, dass wir das sehen. Es müssen es nicht alle künstlich, weißt, wahnsinnig werden. Das ist ein bisschen für mich auch Persönlichkeit. Aber ich hoffe schon, dass Selbstvertrauen vielleicht ist das richtige Wort. Oder Selbstverständlichkeit. Dass wir auf höchstem Niveau performen können. Dass sich die noch mehr durchsetzt. Und das, was ich jetzt cool fand, eben bei dem Nazi zusammenzug, Goalies mit Selbstvertrauen einrücken und sagen, ja, ich will Gas geben. Und das wünsche ich mir in der Liga. Und das tut uns sicher allen gut. Hoffen wir es. Bei meinen ist sicher, meine Unterstützung haben der Goalies. Wenn ihr Persönlichkeit habt, wenn ihr gut spielt, werde ich euch auch in den Live-Kommentaren und in der Analyse immer loben. Das andere kann ich vielleicht helfen. Vielleicht müssen wir mal das nächste Mal, wenn klar ist, wer die Nummer 1 ist, ein Roundtable machen von Goalie-Trainern. Und dann könnt ihr euch dann auch noch austauschen rund um das, nicht nur in der Sendung. Ich fände das interessant, auch wirklich, wenn da mehr Austausch ist. Allgemein im Frauenfußball finde ich, mehr miteinander reden, weniger an Geheimniskrämerei glauben, weil Geheimnisse gibt es keine in diesem Sport. Wir sind so eine kleine Community.
Das wäre schön. Dominik, merci nochmal, dass du Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spass gemacht. Und die Zuschauer haben sehr viel gelernt über die Goalie-Position und was man muss anschauen muss. Und für euch, bleibt dran. Wir werden einen ganz, ganz aufwendigen Oktober haben. Zwei weitere Podcasts, die kommen. Finanzen im Frauenfußball, Jugendförderung mit der Floriana Ismaili Stiftung. Wir werden das anschauen. Wir werden aber auch Live-Spiele haben. Wir werden wahrscheinlich 4 bis 5 Cup-Spiele zeigen, was unglaublich ist, wenn es wirklich klappt. Wir sind dran, zum schauen, ob wir Champions League können zeigen für euch, Ajax gegen Zürich. Also viel Live-Fußball auch wieder auf Abseits. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Nochmal danke, Dominik. Sehr gerne, merci. Tschüss zusammen.